Ganz offiziell herzlich willkommen im Namen des Montative e.V. Das ist das erste Mal, dass wir in der Form öffentlich eine Webkonferenz machen, aber die aktuelle Situation erfordert besondere Maßnahmen, die wir auch selber natürlich erleben und auch uns zumindest Gott sei Dank die Möglichkeit bietet, auch in der Form zusammenzukommen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Simon Sonnenberg, ich bin bei der Monitative für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und habe heute die freudige Aufgabe, durch den Abend so ein bisschen zu moderieren. Ich habe schon gesagt, wir leben in turbulenten und auch herausfordernden Zeiten in der Corona-Krise, sowohl für das Individuum als auch für uns als Gesellschaft. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber natürlich in einem größeren, in einem wirtschaftlichen und in einem Zusammenhang hinsichtlich der Finanzmärkte und auch allen Fragen rund ums Geld und der Geldpolitik, die uns natürlich in den nächsten Wochen, Monaten und voraussichtlich Jahren begleiten wird. Ganz kurz zur Struktur, worum es heute gehen soll. Wir würden so allgemein den Status quo, die bisher verabschiedeten Maßnahmen mal besprechen und beleuchten. Sprich, was ist passiert aus wirtschaftlicher Sicht, was passiert an den Finanzmärkten und welche Rolle spielt natürlich auch das Geldsystem dabei. Und würde dann im zweiten Teil in Richtung Lösungen gehen, einen Ausblick wagen und auch ein bisschen und auch noch mehr als nur ein bisschen über Handlungsoptionen gemeinsam sprechen. Ein kurzer Einschub noch. Der Fokus heute soll nicht unbedingt auf virologischen und epidemiologischen Diskussionen liegen. Auch wenn es naheliegend ist, wir sollten uns, soweit es möglich ist und der Themenkomplex ist umfangreich genug, uns der Geld, den Geldfragen, den Banken und dem Finanzsystem widmen. Ja, Corona-Krise vielleicht auch als Chance, in der wir uns die Frage stellen, wie wir auch wirtschaftlich zusammenleben wollen. Wie wollen wir unseren Finanzmarkt, wie wollen wir die Frage rund um die Emission des Geldes organisieren? Welche Rolle nehmen welche Akteure dabei ein? Ich darf dazu ganz herzlich begrüßen Professor Thomas Mayer, Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor vom Flossbach von Storch Research Institute. Als zweiten den Professor Helge Heukert von der Universität Siegen und bekannter und prominenter Vertreter der pluralen Ökonomik. Und zu guter Letzt Professor Josef Huber, Gründungsmitglied des Monitative e.V. und Vordenker des Neugeldsystems. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich denke, wir haben eine sehr kompetente und auch spannende Runde zu den Themen und würde dann auch direkt dazu übergehen. Unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist durch Corona aktuell zum Stillstand verordnet. Gabriel Felbermayr, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, bezeichnet die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft als die Mutter aller Rezessionen, die uns ansteht. Inwiefern teilen Sie diese Einschätzung, Herr Mayer? Ja, das ist ein großes Wort. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Bisher gilt als die Mutter aller Rezessionen die große Depression, die 1930 begann und sich hinzog, manche sagen sogar bis zum Zweiten Weltkrieg. Das denke ich nicht, dass wir das erleben werden. Wir wollen keine Epidemiologie betreiben, wie Sie sagen, aber wir könnten zumindest einen Gedanke müssen wir darauf verwenden. Der ist der, dass für die Gesundheitssicherung man ja jetzt die sozialen Kontakte unterbrechen muss. Wir sind momentan in der Phase der radikalen sozialen Distanzierung. Die lässt sich ökonomisch aber nicht für lange Zeit durchhalten. Die Epidemiologen hätten natürlich gerne, dass das möglichst so lange passiert, bis sie Medikamente oder Impfstoffe haben und dann diesen Virus aktiv bekämpfen können. Aus ökonomischer Sicht muss man aber sagen, dass wir eine
Unterbrechung, radikale Unterbrechung der sozialen Kontakte im Wirtschaftsleben meines Erachtens eher in Wochen als in Monaten aushalten. Das IFO-Institut hat ja da eine ganz interessante Studie dazu veröffentlicht und sie haben festgestellt, dass wir, wenn wir über einen Monat reden, dann müssen wir damit rechnen, dass für dieses Jahr das Bruttoinlandsprodukt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz fällt. Ich sage mal so Pi mal Daumen, wenn alles gut ginge, 5%. Wenn wir bis zu 3 Monate die radikale soziale Unterbrechung durchführen, dann müssen wir damit mit einem zweistelligen Betrag rechnen. Das ist dann alles zwischen 10% und 20%. Das werden wir nicht durchhalten. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass eine tiefe Rezession nicht nur wirtschaftliche Kosten, sondern auch menschliche Kosten hat. Das heißt also, die menschlichen Kosten einer solchen Rezession werden wahrscheinlich dann sogar noch höher als die der Pandemie. Denn Gott sei Dank hatten wir es ja jetzt nicht mit einem extrem tödlichen Virus zu tun. Es wäre eine Horrorvorstellung, sich einfach nur daran zu denken, dass das wie Ebola tödlich wirken könnte. Also, wir müssen, was die Rezession angeht, mit einer scharfen, aber denke ich doch relativ kurzen Rezession rechnen, die, wenn alles gut geht, Mitte des Jahres vorbei sein könnte. Okay. Herr Volkert, Herr Mayer hat ja schon angesprochen, dass die Mutter aller Rezessionen vielleicht ein bisschen hochgegriffen sein könnte. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich im Unterschied zur Finanzkrise 2008 auch einen realwirtschaftlichen Schock, der wahrscheinlich sogar der Auslöser sein wird für die Kontroversen an den Finanzmärkten. Der gilt sowohl angebots- als auch nachfrageseitig. Inwiefern sehen Sie Unterschiede zur Finanzkrise 2008 und droht uns vielleicht doch die Mutter aller Rezessionen oder wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Ja, vielleicht ist ja auch der Vater der Rezession. Ich meine, der große Unterschied war die Finanzkrise da 2007, 8 folgende. Das war ja eine im Grunde intern aus dem System, aus dem falschen organisierten Finanzsystem selbst hervorgebrachte Krise. Und jetzt haben wir es ja zu tun mit einem tatsächlichen externen Schock. Und das ist was anderes. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch für all diejenigen, die nicht zuletzt in unseren schönen Lehrbüchern gesagt haben, die Fiskalpolitik ist out und im Grunde brauchen wir nur eine Zentralbank, die da irgendwie mit den Zinssätzen rummacht und eventuell noch ein paar unkonventionelle Aktionen startet. Und hier zeigt sich nun, dass das eben, weil es ein realwirtschaftlich folgenreiches Ereignis ist, dass das so nicht geht. Und im Grunde ist es ja ein Testfall, denn solche Krisen, wie wir sie jetzt haben, wir sollen ja jetzt nicht darüber philosophieren, aber solche zoonotischen Infektionen, die werden aufgrund einer zunehmenden Weltbevölkerung, aufgrund des Klimawandels und aufgrund des Wildtierkonsums und so weiter, also wir rücken den Tieren immer näher auf die Pelle, wird das in Zukunft zunehmen. Und insofern mal schauen, wie wir da jetzt drüber wegkommen. Aber das ist ein Testfall, den wir in Zukunft meiner Vermutung nach noch häufiger erleben werden. Ja, natürlich. Die Komplexität unserer globalisierten Welt ist mit Sicherheit eine große Frage. Nichtsdestotrotz, Herr Huber, vielleicht die Frage, ist Corona nicht eher der Auslöser als die Ursache? Ich denke, da sind sich die meisten einig. Aber wäre diese Krise, die uns jetzt aus Finanz- und Wirtschaftssicht ins Haus steht, nicht auch angesichts inflationierter Vermögensblasen, beispielsweise an Immobilien- und Aktienmärkten, durch die prozyklische Kreditvergabe auch der Banken und sowieso ins Haus gestanden? Und welche Rolle spielt die Kreditvergabe und inwiefern krankt das System eigentlich sowieso? Und ist Corona da bloß noch der Auslöser, von dem viele sprechen? Und zeigt bloß grundsätzliche Verwerfungen auf. Naja, diese sozusagen aus heiterem Himmel über uns gekommene Krise, möchte ich mal sagen, wie meine Vorredner, das beginnt erstmal als realwirtschaftliche Krise.
Es ist eine brutale Unterbrechung der Produktketten und der Lieferketten auf der einen Seite und auf der anderen Seite in sehr vielen Bereichen und Branchen eine ziemlich brutale Verdienst- und Einkommensausfälle. Nicht? Und ich habe etwas beobachtet, was ich bisher in den letzten 40 Jahren nie beobachten konnte, dass bei so einem Anlass reagieren die Börsen, also die Aktienkurse gehen in den Keller. Aber dann gibt es normalerweise eine Flucht in etwas anderes, in Sachwerte oder in Anleihen, eben Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Die sind aber auch in den Keller gegangen, vor allen Dingen die Kurse der Anleihen von internationalen Großunternehmen. Zugleich aber ist auch der Goldpreis eingestürzt und die Commodity-Preise haben nachgegeben und jetzt sogar die Immobilienpreise. Es ist etwas Phänomenales, da muss man noch mal eine Weile drüber nachdenken. Also es ist ziemlich einfach zu sagen, wenn Regierung, Zentralbank und der Europäische Stabilitätsmechanismus oder die Federal Reserve und andere, wenn die nicht reagiert hätten und nicht reagieren würden, dann kann man absehen, was passieren würde. Es würde Schritt für Schritt würde sich eine Finanzkrise zuspitzen. Es würde zu Ausfällen von Zins- und Tilgungszahlungen und sonstigen Tilgungen kommen. Dann kämen auch die Banken wieder in die Bredouille und so weiter und so fort. Das wird nicht stattfinden, weil eben die genannten Akteursgruppen sehr schnell reagiert haben, aber nach einem alten Muster, nicht? Und ehe wir darüber sprechen, möchte ich vielleicht nur mal kurz den Punkt aufgreifen, den Thomas Meyer gerade angesprochen hat. Es ist eigentlich die Frage, also folgt man rein naturwissenschaftlich, medizinisch den Epidemiologen? Und versucht man also diese Verlaufskurve möglichst flach zu halten, indem man eben tatsächlich den sozialen und auch ökonomischen Prozess künstlich am Stehen oder an der Verlangsamung hält? Oder lässt man sozusagen, würde man gar nichts machen, würde man die Epidemie laufen lassen? Dann gäbe es eine wahnsinnig steile Kurve, nicht? Und wahrscheinlich wäre die Sache dann schnell vorbei, aber auch mit riesigen Schäden. Und es ist schwierig, da einen Kompromiss zu finden. Und im Moment, also das entzieht sich meinem Urteil, aber mir scheint dieser Horizont von 2, 3, 4 Monaten, das müsste zu machen sein. Und dann ist der ökonomische Schaden immer noch groß, aber gut, das kann man überstehen. Die Frage ist, inwiefern das nachher auch das Geldsystem betreffen würde. Und im Moment sieht es so aus, dass man in der Hinsicht weiterhin nicht nachdenkt, sondern was die Akteure machen, ist eigentlich, dass die bisherigen Maßnahmen, die man schon in den Krisen davor, insbesondere 08 folgende, entwickelt hat, das wird praktisch neu aufgelegt. Die Staaten gehen in eine massive Mehrverschuldung und damit die Staaten das machen können, hat die EZB und andere Zentralbanken de facto erklärt, sie werden erneut in massiver Weise Staatsanleihen und vielleicht auch andere Wertpapiere aufkaufen, um so die Refinanzierungsfähigkeit der Staaten zu stützen und um die Liquidität besonders wackeliger Staatshaushalte zu stützen, tritt jetzt auch noch der europäische Stabilitätsmechanismus in Aktion. Und durch dieses Zusammenspiel hofft man, kann man auch erstmal hoffen, wenn es nicht noch schlimmer kommt, dass dann also diese Kettenreaktion von der Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft auf das Banken- und Geldsystem, dass das sehr abgedämpft wird, sodass es nicht zu dieser, wie hat man gesagt, vor 10 Jahren Finanzschmelze des Geld- und Finanzsystems wird es wahrscheinlich nicht kommen deswegen. Aber die Rezepte, die sich nun abzeichnen, das sind die alten. Nicht? Man denkt weder darüber nach, offiziell, man denkt weder darüber nach, die alten Geldschöpfungskanäle zu verändern, man denkt nicht über das Verbot der monetären Staatsfinanzierung nach. Man benutzt die Möglichkeit der Offenmarktgeschäfte von Zentralbanken, um de facto aber eine Staatsfinanzierung zu betreiben. Und es geht aber immer noch auf dem Umweg über die Banken und die Finanzmärkte. Also da hat man im Moment
noch nicht reagiert und ich sehe eigentlich unsere Aufgabe darin, das ins Spiel zu bringen, aber das vielleicht in einem späteren Zeitpunkt unseres Gesprächs. Ja, vielen Dank. Es wurden jetzt auch schon die alten Muster, die alten Rezepte rausgeholt. Ich meine, wir hatten vorhin den Punkt, dass es eine andere Krisendynamik ist, die von der Realwirtschaft ausgeht. Insofern ist die Frage auch ganz offen an die Runde, inwiefern kann Liquidität durch die Notenbanken überhaupt noch diesen realwirtschaftlichen Schock auffangen? Wir sehen große Anleihenkäufe der EZB über 750 Milliarden. Die G20-Staaten in Summe investieren im Stand heute 5 Billionen Dollar. In den letzten Jahren hieß es immer wieder, das Geld fehlt für Sozialprogramme, für Investitionen in Infrastrukturen. Wir sehen jetzt natürlich, dass das Geld da sein kann, aber reicht die Liquidität aus, die Notenbanken jetzt bereitstellen? Kommt die in der Realwirtschaft an, in der Krise? Soll ich aber etwas dazu sagen? Oder war ich das aufgerufen? Ich weiß es nicht so recht, wie Sie das spielen wollen. Also grundsätzlich denke ich, gibt es zwei, soll ich sagen, Druck auf die Zentralbanken von zwei Seiten. Herr Huber hat es ja schon angesprochen, als diese Bombe platzte, war die Nachfrage nach Liquidität, das heißt also nach Geld, enorm hoch. Und die Anleger haben alles, was irgendwie liquide war, was also an Vermögenswerten liquide war, haben sie in Geld umgewandelt, um ihre Schulden zu reduzieren. Denn wir hatten, das ist auch die Vorgeschichte, wir hatten leider einen Finanzsektor und Staaten aufgebaut nach der Finanzkrise, die noch höher verschuldet waren als vor der Finanzkrise. Also war eine unheimliche Jagd nach Liquidität da, weil man das Risiko jetzt schnell reduzieren musste. Da hat man alles verkauft, was man in die Hände bekommen konnte, was sich noch verkaufen ließ. Also US-Staatsanleihen, der absolute sichere Hafen, ja, die Zinsen, die Erträge auf 10-jährige Staatsanleihen, die schossen nach oben, hat man vorher noch nicht gesehen. Gold, ja, das Krisenmetall wurde verkauft. Nicht, weil man das loshaben wollte, sondern weil man einfach dringend das Geld brauchte. Die Zentralbanken haben deshalb sind hergegangen und haben diese Liquidität wieder in den Markt gepumpt, ja, indem sie Staatsanleihen aufgekauft haben. Die Fed hat jetzt ein Programm aufgelegt, in dem sie unbegrenzt Anleihen, vor allem Staatsanleihen, aufkauft. Sie hat dazu noch ein Programm aufgelegt, wo sie auch Unternehmensanleihen aufkauft, um auch diesen Markt liquide zu halten. Die EZB hat etwas Ähnliches gemacht und so weiter. Also das ist die eine Quelle des Liquiditätsbedarfs. Die andere Quelle wurde auch schon angesprochen, ich glaube Helge Peukert hat es erwähnt, ist natürlich, dass der Staat jetzt dringend Liquidität braucht, um diese Unterbrechung, die durch die radikale soziale Distanzierung aufgetreten ist, diese Unterbrechung des Geschäftslebens zu überbrücken. Denn der absolute Horror wäre, wenn jetzt durch diese Unterbrechung Schuldner, und leider haben wir da sehr viele davon, Schuldner nicht in der Lage wären, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, die dann wiederum ihre Gläubiger mit in den Abgrund ziehen würden und wir zu der Gesundheitskrise eine Finanz- und Wirtschaftskrise bekommen würden. Das wäre die Horrorvorstellung. Und da braucht man jetzt eben die Zentralbanken und den Staat. Der Staat selbst, das hat auch die Erfahrung gezeigt, hat aber in dieser Situation womöglich nicht den notwendigen Marktzugang, ja, um dort Liquidität einzusammeln, den er in normalen Zeiten hätte. Kurzfristig war sogar die US-Regierung nicht in der Lage, zu den tiefsten Zinsen, die sie vorher bekommen konnte, Bonds zu emittieren. Also muss jetzt hinter den Staaten sozusagen die Zentralbanken als Kreditgeber der letzten Instanz auftreten. Und das wird natürlich zu enormen Veränderungen auch unseres Geld- und Finanzsystems in der Zukunft führen. Das wird man sicherlich noch intensiv diskutieren, aber vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu, warum ich glaube, dass
wir diese radikale soziale Distanzierung nicht so lange aufrechterhalten, nicht in Monaten aufrechterhalten können, weil es meines Erachtens dann zu Verspannungen führt. Es würden zu viele Unternehmen, trotz aller Hilfe, zu viele Unternehmen nicht am anderen Ende dieses Flusses, der sich da auf einmal aufgetan hat, ankommen. Deshalb müssen wir, glaube ich, übergehen von dieser radikalen, pauschalen sozialen Differenzierung zur selektiven sozialen Differenzierung. Machen wir jetzt schon. Ja? Also die Krankenhäuser müssen offen sein, die Supermärkte müssen offen sein. Und wir werden wahrscheinlich nach ein paar Wochen Schritt für Schritt wieder andere wichtige Aktivitäten hochfahren müssen, weil wir das sonst einfach nicht aushalten. Gott sei Dank, ich hatte es schon erwähnt, ist dieser Virus nicht so tödlich, wie er sein könnte, wenn man da wirklich an schlimme andere Krankheiten denkt. Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil Sie gerade aufgeworfen haben, eingangs die Frage, wie wir das Spiel spielen wollen. Ich würde das Spiel gerne so spielen, dass jeder von Ihnen drei gerne auch antworten kann und einsteigen und auf den anderen eingehen, wenn er das möchte und richtig hält. Okay. Ja, man kann sagen, dass das jetzt zwar ein externer Schock gewesen ist, aber wie auch schon von den beiden Vorrednern angedeutet, dass das ja auf ein Finanzsystem trifft, was sowieso nicht gerade antifragil aufgebaut ist, nicht? Und wenn man damit einhergeht, ja zum Beispiel, dass die Ölpreise jetzt runtergehen. Und was ich da an den Derivatemärkten, ich bin da jetzt kein Experte, da kann Thomas Meyer sicher genaueres zu sagen, aber was sich dort abspielt, ist schon so eine Angelegenheit. Und bei den Repos, also bei so sehr kurzfristigen Refinanzierungen, da musste die Fed ja auch schon mal kräftig rein, sonst hätte es da vor nicht allzu langer Zeit, als das Ganze losging, ja auch mächtig gekracht. Also insofern ist das Finanzsystem nicht gerade stabil aufgestellt, um mit solchen Dingen dann auch umzugehen. Und wir haben ja gesehen, dass bei der Finanzkrise ist das deutsche BIP mal um 5% gesunken. Und da hat der Thomas Meyer schon einen Punkt, wenn das jetzt bis auf mal vermutete 20%, man weiß es ja nicht genau, raufgehen würde. Und im Moment haben wir ja die Situation, dass durch die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen jetzt die Finanzakteure zum Beispiel wieder die Nase ein bisschen oben haben. Das sieht man an der Entwicklung des DAX und so ein bisschen bei der Entwicklung einiger der Zinsen für einige Staatsanleihen. Und wenn jetzt aber ein massiver Einbruch in der Realwirtschaft erfolgen würde, in so einer zweistelligen Größenordnung, dann ist natürlich die Frage, was dann los ist. Ja, dazu und, vielleicht ja. Ganz kurz Zusatz. Völlig richtig, gepolkert hat es richtig gesagt, der Finanzsektor, den könnte man vergleichen eben mit einem älteren Menschen mit Vorerkrankungen. Also der Finanzsektor gehört in dieser Krise zur Hochrisikogruppe. Und was die Zentralbanken und vor allem die Zentralbanken jetzt machen, ist sozusagen eine Art Schutzschild, um diese Hochrisikoperson zu bilden, dass die nicht auch noch zum Intensivpatienten wird. Das würde dann uns alle überfordern, also nicht nur den Gesundheitssektor, sondern würde alle überfordern. Das ist eigentlich der Grund. Und eine kleine Bemerkung noch zu den Aktienmärkten. Die Aktienmärkte, glaube ich, schauen sich jetzt zwei Dinge an. Das erste war natürlich die Infektionsraten. Und das zweite waren dann die Mittel, die Staaten ausgefahren haben, um der Realwirtschaft zu helfen. Und jetzt kommt noch hinzu, ich glaube, die Aktienmärkte und auch die anderen Märkte beginnen jetzt darüber nachzudenken, oder sie beginnen es einmal darauf zu hoffen, dass diese radikale soziale Distanzierung, die zu diesen zweistelligen Rumpfungsraten führen würde, dass die nicht durchzuhalten ist. Die finden jetzt einen Boden oder sie suchen einen Boden und haben jetzt zumindest in den letzten ein, zwei Tagen in den USA einen gefunden. Übrigens haben die Chinesen, der Inlandsmarkt, der hat schon seinen Boden Anfang Februar gefunden. Die sind ja mehr auf ihre heimischen Lage fokussiert dort. Wenn sie den Shenzhen-Index nehmen, dann
hat er jetzt also seit diesem Datum Anfang Februar ist in einem gewissen Erholungskorridor. Und das ist ja auch gut so, denn würden die weiter runterbrechen, hätten wir noch größere Probleme. Ja, also ob das jetzt schon eine Bodenbildung ist, die da an den Finanzmärkten stattfindet, das würde ich erst nochmal abwarten. Das ist die normale Reaktion. Also Staat, Zentralbanken und europäischer Stabilitätsmechanismus haben also nicht nur versprochen, sondern beschlossen, sie werden immense Stützungskredite und auch Zuschüsse geben. Und das ist die Reaktion der Finanzmärkte darauf. Die Frage ist schon, wie die epidemiologische Kurve weiter verläuft. Wenn es so kommt, was wir erwarten, was wir auch hoffen, dass sich diese Virulenz abschwächt, dann könnte das der Beginn einer Bodenbildung sein. Wenn allerdings in vielen Ländern der Erde eine solche Abschwächung sich in den nächsten 2-3 Wochen nicht andeuten würde, dann würde ich vermuten, dass noch einmal ein starker Abwärtsdruck einsetzen könnte. Aber was die Realwirtschaft betrifft, bin ich nicht pessimistisch. Unter anderem eben auch aus dem Grund, weil auch aus sowohl sozialen als auch ökonomischen Gründen diese radikale, ich will mal sagen, geradezu Kontaktverbot, das kann man nicht aufrechterhalten. Da würden die Leute auch verrückt, also sowohl sozial, kulturell, aber auch ökonomisch. Man muss das wieder in Gang bringen, das geht nicht anders. Und um praktisch da einen realwirtschaftlichen starken Einbruch, um den zu kompensieren, da erwarte ich, dass die jetzt beschlossenen Hilfen schon mal ein großes Stück leisten können. Und von daher, also wir hatten ja die letzte Geldkonferenz hatten wir im Februar und da wurde also noch auf den Crash der Zukunft gewettet und dass dann also die Geldreformen eine Chance bekämen. Ich bin da gar nicht so sicher, ob Crashs immer unbedingt der Anlass sind, dafür eine Chance zu schaffen. Aber ich sehe im Moment, also ich erwarte nicht nach gegebener Lage, dass das Finanz- und Bankensystem so sehr unter Druck gerät, dass das Geldsystem und das Zahlungssystem wieder ins Wackeln gerät. Das erwarte ich erstmal nicht. Ne? Ich würde eigentlich ansetzen wollen bei der Kritik der Maßnahmen, die man ergriffen hat, weil man ja dadurch, wie soll ich mal sagen, die Altersschwachheit des Finanzsystems, die wird fortgeschrieben. Also der Patient in Anführungsstrichen bekommt ein mehr oder weniger bewährtes Mittel. Er bekommt neue Geldspritzen, neue Finanzspritzen. Aber dadurch schaukelt sich natürlich langfristig eine Problematik auf, die wir nicht geklärt haben und im Rahmen des bestehenden Systems nicht gelöst werden kann. Das ist die weitergehende Verschuldung sämtlicher Haushaltsarten, also sowohl der Staatshaushalte, aber auch der Unternehmen, der großen Unternehmen. Und das ist nicht gelöst. Und da man hat sich praktisch in den Zwang manövriert, ein quasi Nullzins-Szenario auf immer und ewig fortschreiben zu müssen. Denn es verschlimmert sich jetzt praktisch der Druck, sobald ein Zins, sobald das sogenannte Zinsänderungsrisiko nach oben, sobald das irgendwann mal sich andeuten würde, dann würde wirklich, dann droht ein großer Zusammenbruch, nicht? Und das wird im Moment wieder verhindert, indem man eine neue Spritze gibt und neue, wie heißt das bei der Europäischen Zentralbank, Pandemic Emergency Purchasing Program, nicht? Da werden wieder massenhaft eben Anleihen gekauft und dadurch wird die Situation zwar kurzfristig erneut stabilisiert, aber langfristig wird sozusagen die Wackeligkeit, die Anfälligkeit des Finanzsystems, die wird dadurch praktisch längerfristig, ja, die wird nicht verbessert, also die wird de facto verschlimmert, nicht? Ja, ich würde ganz kurz noch bei dem Punkt der Realwirtschaft verbleiben wollen. Wir haben jetzt viel über die Stabilisierung der Finanzmärkte gesprochen, durch Liquiditätsbereitstellungen. Ich glaube auch, dass ein Großteil der Banken immer noch auf vielen Zentralbankreserven aus der letzten Krise sitzen. Die Frage ist ja aber,
trotz besseren Wissens, sage ich mal, die Bank und das Finanzsystem dient ja als Dienstleister für die Realwirtschaft. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen auch ziemlich viel mit Freunden von mir, die eine Gastro betreiben oder die selbstständig sind, gesprochen. Und die ganzen Programme, gerade in Deutschland auf Soforthilfebasis, die KfW-Förderprogramme, die jetzt erlassen werden, müssen ja eigentlich die Frage aufwerfen, erstens, funktionieren die, kommen die am Ende an? Das kann man heute noch nicht abschließend sagen. Aber die Banken über das Hausbankprinzip sind ja nach wie vor verantwortlich für die Kreditvergabe. Müssten wir nicht in dem Zuge, wo wir so viel Liquidität bereitstellen, die Staatsverschuldung nach oben fahren, die Zentralbanken ihre letzten Reserven oder auch dadurch ihre vorletzten Reserven nutzen, um das System mit Geld zu versorgen, nicht darüber nachdenken und neu verhandeln, wer systemrelevant ist und auch wie wir dieses Geld verteilen und wie es in der Realwirtschaft dann letztlich ankommen kann. Also ich glaube, wir brauchen Überbrückungshilfe für alle, weil alle davon betroffen sind. Wissen Sie, das geht ja vom Friseur bis zum Großkonzern. Insofern denke ich, ist der Staat schon richtig beraten. Und das haben die ja auch jetzt in Deutschland mit ihrem Schutzschild, den Sie so nennen, haben sie auch eigentlich richtig umgesetzt. Man kann als Solo-Selbstständiger an Überbrückungshilfen kommen, die müssen nicht notwendigerweise über die Banken kommen. Da könnten ja vielleicht auch die Finanzämter was tun, bis hin dann eben zu Staatsbeteiligungen an Großunternehmen. Wobei ich dazu sagen möchte, dass diese Staatsbeteiligungen möglichst nicht so ablaufen wie das letzte Mal, also so im Stil Hotel California. Das heißt, der Staat geht rein und kommt nie wieder raus, Stichwort Commerzbank, sondern das müssen tatsächlich zeitlich begrenzte Überbrückungshilfen sein. Da macht der Staat das Richtige, aber er braucht meines Erachtens die Zentralbank im Hintergrund. In der Finanzkrise haben die Zentralbanken und die Staaten die Banken gestützt. Jetzt steht der Staat sozusagen an vorderster Front und die Zentralbank nicht mehr die Banken, sondern die stützt den Staat. Natürlich, dadurch, dass der Staat sich jetzt so hoch verschuldet, hat es wiederum finanzielle Rückwirkungen. Und darüber müssen wir dann auch noch sprechen. Naja, ich würde das, ob die Zentralbanken mit ihren Quantitative Easing-Maßnahmen, ob die dadurch mehr die Banken oder mehr die Staatshaushalte stützen, ob das beim letzten Mal die Banken waren und jetzt sind es die Staatshaushalte, das würde ich so eigentlich nicht sagen. Weil die Staatshaushalte wurden schon vor 10 Jahren dadurch massiv gestützt. Die wären sonst zusammengebrochen. Und das ist dieses Mal auch so, aber vielleicht offensichtlicher, weil ja dieses Emergency-Programm der Europäischen Zentralbank, das steht erkennbar in einem direkten Zusammenhang mit dem Vorhaben der Regierungen. Also man hat sich die ganzen Schuldenbremsen und so weiter, hat man gesagt, die gelten jetzt nicht mehr, weil wir können jetzt nicht so weiterfahren mit der Sparpolitik. Wir müssen die Schleusen öffnen. Ich glaube, das war insoweit auch richtig erkannt. Und ich sehe eigentlich als möglicherweise baldige negative Folge dieser Sache, es kommt ja dadurch auch wieder, kommt eine relative Schwemme von Reserven, also von Zentralbankguthaben auf die Banken zu, von denen sie nicht recht wissen, wohin damit. Die haben ja die großen Reservenüberschüsse der Banken sind ja nicht dadurch entstanden, dass die Banken bei der Zentralbank Kredit aufgenommen hätten, sondern sie sind bei den Banken hängen geblieben. Das liegt in der Eigenart des gesplitteten Giralgeldregimes, das wir haben. Die Finanzakteure und auch die Banken selbst haben massiv, also Staatsanleihen und andere Anleihen, an die Zentralbank verkauft und bei den Banken sind die Reserven hängen geblieben. Darauf müssen sie jetzt Negativzins zahlen in der Europäischen Währungsunion. Wenn die jetzt nochmal einen Schwall Reserven bekommen durch die jetzigen Maßnahmen, müssen sie dann weiterhin noch mehr Negativzinsen bezahlen. Das ist ja etwas, was die Banken durchaus in die Bredouille bringt. Und also da könnte schon ein erster sich bald, also in 2, 3, 4 Monaten ein erster größerer Schwachpunkt
der jetzigen der Maßnahmen zeigen. Worüber ich eigentlich nachdenke aus der Sicht des Vereins Monetative im Sinne einer Geldsystemanalyse und im Interesse einer Geldreform, das ist, wo ist der Anknüpfungspunkt, um bei diesen Maßnahmen, um auf eine Geldreform im Sinne der Einführung von Vollgeld, von digitalem Zentralbankgeld darauf hinzuwirken, nicht? Wir haben einmal nach meines Erachtens die Tatsache, dass die Zentralbanken mehr oder weniger direkt Staatsfinanzierung betreiben. Denn diese massive Aufkäufe, die Amerikaner machen das schon viel länger und ziemlich ohne viel Federlesens. Und auch unter deutschem Einfluss durch die Bundesbank ist natürlich diese Geschichte, das Verbot der direkten Staatsfinanzierung, das hat ja so ein bisschen das ist de facto so eine Art Tabu, nicht? Und da ist eine Krux. Weil gerade in so einem Ausnahmezustand, in einem Notstand buchstäblich, so eine rigide Regel dazu haben, und darüber muss man mal diskutieren. Und es wäre natürlich auch, selbst wenn jetzt also massiv durch Zentralbanken refinanziert wird und da neues Geld geschöpft wird, über den Weg der Staatsverschuldung, also wenn man daran denkt, an den heute diskutierten und auch auf der politischen Tagesordnung stehenden Ansatz des digitalen Zentralbankgeldes, Central Bank Digital Currency, man kann auch sagen digitales Vollgeld, wenn wir das schon hätten, dann könnten ja zum Beispiel jetzt, könnte diese Situation genutzt werden, um in großem Stil zum Chiralgeld oder in Ersetzung des Chiralgeldes der Zentralbank bis zu einem gewissen Maß da schon digitales Zentralbankgeld in den allgemeinen Umlauf zu bringen. Aber das ist nicht der Fall. Aber ich denke, das sind Punkte, auf die wir konzeptionell gesehen, auf die wir als Geldreformvereinigung abstellen sollten. Nicht? Weil durch die, so wie es jetzt ist, es wird zwar de facto mehr oder weniger indirekt, also es ist immer noch indirekt, aber direkt nah wird faktisch monetäre Staatsfinanzierung betrieben. Es wird aber kaschiert, weil es läuft weiter, geht weiterhin den Umweg über, es müssen erstmal die Bankenkonsortien müssen erstmal die Staatsanleihen aufnehmen und dann über den Finanzmarkt, dann können sie es der Zentralbank verkaufen. Also das wäre ein Punkt, wo man ansetzen muss, nicht? Oder auch das Thema direkte Zuwendungen an Bürger, nicht? Soviel ich weiß, hat die Regierung Trump etwas derartiges, ja, ich weiß nicht, ob nur in Aussicht gestellt oder tatsächlich beschlossen, nicht? Eine Kopfpauschale, nicht? Für alle Amerikaner, $1,000. Und, also man bis hat zu einer bestimmten Einkommenshöhe. Aha, naja, jedenfalls. Ja. Also ich will nur sagen, also diese Geschichte mit dem, wie immer man es nennt, ein Bürgergeld oder ein Corona-Geld aus gegebenem Anlass, wie auch immer, nicht? Wenn man ein digitales Zentralbankgeld hätte, hätte man wunderbare Möglichkeiten, das unter die Leute zu bringen, nicht? Und so geht es wieder nur auf dem Weg, dass sich formal die Staatsverschuldung erhöht und die Zentralbanken das refinanzieren, nicht? Aber ja, wo führt das hin auf lange Frist, nicht? Also das System manövriert sich dadurch immer mehr in eine, wie sagt man, es pinselt sich in eine Ecke, wo es nicht mehr rauskommt. Ja, das ist ja der Knackpunkt unserer Diskussion wohl. Und ich würde gerne noch ganz kurz etwas einschieben. Und zwar zwei Punkte. Zunächst einmal ist es ja nicht überraschend, aber interessant, dass dieses Mal von der Abwrackprämie vielleicht mal abgesehen, bis zu Hartz-IV-Empfängern hier auch was ausgeschüttet wird, sagen wir mal. Und da kann man feststellen, da stand heute in der Süddeutschen, dass zum Beispiel der Antrag auf ein Grundeinkommen aus 20 erforderlichen Dokumenten und 60 Seiten besteht und nicht nur Kulturschaffende, wie sie früher so schön hießen, da echte Probleme mit dem Ausfüllen hatten und in Konsequenz auf die Entwicklung der letzten, der Finanzkrise, da wurde ja auch schon darauf hingewiesen, wäre es halt wichtig, dass staatliche Hilfen nicht wieder in Gewinne umgewandelt werden dürfen.
Also die Hilfe für Aktiengesellschaften ist ja da vorgesehen und einerseits so stimmberechtigte Aktien, okay, mit Exit, aber das müsste eigentlich mit dem Verbot betriebsbedingter Kündigung verbunden sein, dass es erstmal keine Aktienrückkäufe geben darf und Gewinnausschüttungen und Boni bei Rückzahlungen, Norbert Hering schlägt 5 Jahre vor, so sein sollten. Einige haben sich da ja jetzt schon ein bisschen zu verpflichtet, auch in den USA läuft die Diskussion ja so. Und ich möchte nur ganz kurz einschieben, man könnte die ganze Geschichte ja auch anders finanzieren, zum Beispiel durch sowas wie eine Vermögensabgabe. Da hat ja der Bontrup in der Rundschau vorgeschlagen, 10% auf die Nettogeldvermögen in Deutschland, Freibetrag 100.000 und da käme mal schnell 1 Billion zusammen. Denn man redet so schön von Solidarität, das ist ja auch prima. Aber wenn man gestern lesen konnte, wie viel die Familie Piech und Porsche zum Beispiel dieses Jahr an Dividendenauszahlungen kriegt, 476 Millionen Euro, da frage ich mich, ob die nicht auch mal ein bisschen hinlegen könnten. Immerhin handelt es sich um den VW-Konzern, der ja eigentlich im Moment sich genötigt auch fühlen dürfte oder die Besitzer hier mal der Gesellschaft etwas angesichts auch der Betrügereien zurückzugeben. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Josef Huber sagte. Das ist ja so eine Art Variante von Helikoptergeld, das Sie angesprochen haben. Also, dass man dann in der Breite das Geld verteilt. Und da kann man sich vorstellen, dass es über Central Bank Digital Currency geht oder es könnte auch anders gehen. Ich glaube aber, dass in dieser Situation gezielte Finanzierungshilfen, die über den Staat gehen, effektiver sind. Weil es ja so ist, wenn wir jetzt Helikoptergeld verteilen, dann wird es ja viele Leute, die da jetzt sagen wir keine dringenden Verpflichtungen zu erfüllen haben, die können es ja gar nicht ausgeben. Ja, man darf ja, also denken Sie an Italien, denken Sie an Spanien, man darf ja gar nicht raus, es sei denn, man geht zum Einkaufen. Deshalb sind schon spezifische Hilfen jetzt für Leute, die konkret Verpflichtungen erfüllen müssen, also Mietzahlungen oder überhaupt das Geld in der Hand zu haben, um weiter Einkäufe zu tätigen. Also denkt man an Solokünstler oder so jemand, Kulturjournalisten, alle Veranstaltungen abgesagt, ja, freie Journalisten, da gibt es kein Einkommen mehr. Ich glaube, den Leuten muss man tatsächlich helfen. Die Amerikaner sind da wesentlich schlechter aufgestellt als wir, weil sie eben keinen Sozialstaat haben wie wir und da kann man schon auf die Idee kommen, damit Leute nicht durch die Maschen fallen, schmeißt man alles sozusagen raus. Also insofern finde ich das schon richtig, dass jetzt das Geld in dieser Notsituation über den Staat zu den Leuten kommt. Ich bin aber völlig bei Ihnen, dass man dann darüber diskutieren muss, wie geht man mit der Sache um. Stellen wir uns mal vor, wir hätten einen Staat mit einer Verschuldungsquote von 40% des Bruttoinlandsprodukts. Ja. Und jetzt wäre notwendig, schnell Geld zu mobilisieren, um Leuten in Schwierigkeiten zu helfen. Wir haben mal in unserem Institut einfach so überschlägig gerechnet, was da hinten rauskommen könnte bei all diesen gigantischen Programmen, die jetzt aufgelegt worden sind. USA 2 Billionen Dollar. Deutschland 1 Billion, Spanien 200 Milliarden und so weiter. Sie können da schon mal auf einen Anstieg der Staatsverschuldung von ungefähr 20% des Bruttoinlandsprodukts kommen. Also in unserem kleinen Beispiel hätte der Staat, der würde jetzt von 40% Staatsverschuldung auf 60% gehen. Dann würde man sagen, ja, das kann er ja tun. Das ist ja kein so riesiges Problem. Also er findet dann, wenn er in den Kapitalmarkt geht, findet er jetzt Anleger, die sagen, ja, bevor ich mein Geld jetzt zu einer Bank gebe oder sonst was, wo ich nicht sicher bin, wie die rauskommen, leihe ich es dem Staat. Der Staat ist solvent. Jetzt schauen wir uns aber einen Staat wie Italien an. 135% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, wenn ich dem Staat jetzt das Geld gebe, dann der braucht ja 20%. Des Bruttoinlandsprodukts. Der endet vielleicht mit 155% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, wenn ich dem Staat es gebe, ist es vielleicht weg, das Geld. Also deshalb wollte ich sagen, wir kommen von einer ungünstigen Situation,
die man eigentlich so nicht hätte, man hätte keine Zentralbankfinanzierung gebraucht, wenn wir von einer sehr günstigen Situation gekommen wären. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu Helge Peuger. Wir können ja lange darüber reden, wie man hinterher das Geld wieder einsammelt, das man jetzt rausgibt. Ja, ob man das bei der Familie Piech holt oder wie man das macht. Aber momentan, glaube ich, ist wirklich die Geschwindigkeit wirklich off the essence, ja, wie die Amerikaner sagen. Da können wir jetzt nicht eine große Debatte starten, welche Vermögensteuer wir erheben, wie wir sie erheben. Nein, jetzt müssen die Leute ihr Geld bekommen. Der Friseur muss sein Geld bekommen. Der Künstler muss sein Geld bekommen. Und deshalb ist es richtig, dass der Staat sich jetzt verschuldet. Und deshalb ist es notwendig, weil die Voraussetzungen so schlecht sind, dass die Zentralbank hilft. Und wenn, und dann später, ja, wenn wir diese Verschuldung wieder, wie wir damit umgehen, dann können wir darüber diskutieren. Aber dass diese Verschuldung zunächst mal jetzt kommt und dass die Zentralbank mit reingezogen wird, daran lässt sich leider jetzt nichts ändern. Ja, da bin ich voll d'accord, wenn wir auch tatsächlich danach ein bisschen drüber reden. Ja. Ich meine, die Frage ist ja, wie kann man ohne jetzt so marktwirtschaftliche Prinzipien endgültig in Richtung monetäre Zentralverwaltungswirtschaft und so über Bord zu werfen, wie kann man das erreichen, dass jetzt der Staat hinlangt, indem eben ganz richtig bemerkt, die Leute ihre Miete zahlen können und die Waren, die jetzt noch eintrudeln, die sie gar nicht loswerden, aber trotzdem bezahlen müssen, wie geht das? Und da ist ja die Frage, wie könnte man einen Weg finden, dass hier der Staat den Leuten unter die Arme greift, ohne das, für Deutschland nicht so problematisch, für andere schon, eventuell bis irgendwie zu einer Problematik für den Euro. Wie könnte man das veranstalten? Und ich habe mir mal ausgedacht, es könnte ja so Pandemieanleihen geben, die von mir aus erst nach draußen gegeben werden für 1-2% und heimlich, das geht schnell. Die können auch von den nationalen Regierungen ausgegeben werden. Und die EZB hat ja jetzt schon ein bisschen Übung drin. Die kauft die nach und nach so stickum auf, verlängert die dann auf 30, 40 Jahre und wenn es sein muss, sorgt die Inflation dafür, dass sie dann nichts mehr wert sind. Und die Staaten müssen das Geld gar nicht zurückzahlen. Ist natürlich ein Moral Hazard Problem drin, sehe ich auch. Aber wäre das ein Gedanke? Also ich würde jetzt nicht mit von Moral Hazard reden, weil das ja etwas ist, wofür eigentlich keiner kann. Also lassen wir mal die Schuldzuweisungen an die Chinesen weg. Das ist auch nur billig, denke ich. Bei der Finanzkrise konnte man sagen, die Banker haben sich nicht zivilisiert verhalten, haben große Risiken genommen und dann musste die Allgemeinheit ran und deshalb sollten die was beitragen. Jetzt ist es ein exogener Schock, für den eigentlich keiner richtig kann. Jetzt könnte man, denke ich, auch darüber, und jetzt spiele ich eigentlich den Ball rüber zu Josef Huber, denn er ist ja eigentlich derjenige, der den Gedanken wieder aufgegriffen hat, schon, ja, ich glaube jetzt, Herr Huber, vor 20 Jahren. Jetzt könnte man eigentlich daran denken, wenn der Staat tatsächlich so in der Pflicht ist, wie er jetzt ist, und wenn der Staat sich bei der Zentralbank verschulden muss, wäre es dann nicht wieder sinnvoll, den Chicago-Plan von 1933 wieder in die Debatte zu bringen, über den Sie ja, Herr Huber, schon viel gearbeitet und lange viel geschrieben haben. Das hätte doch diesen schönen Effekt, dass wenn man die Staatsanleihen, die jetzt dort auflaufen, auf der Bilanz der EZB, wenn man die stilllegen würde dann, ja, und als Deckungsstock nehmen würde für 100% Geld, wie Irving Fisher das nannte, oder Vollgeld, wie sie das nannte, dann hätte man ja durch eine Geldreform die Situation vielleicht stabiler gemacht. Helge Peuker sagte den Punkt, du sagtest, man solle vielleicht das über besondere Bonds, Euro-Bonds oder sowas, oder Pandemie-Bonds oder Corona-Bonds emittieren. Ich glaube aber, es ist gar nicht so verkehrt, jetzt den Nationalstaat entscheiden zu lassen, was getan werden muss. Denn die Leute sind ja näher dran. Ja? Da müssen doch Gemeinden entscheiden,
was notwendig ist. Da müssen Regionen oder bei uns Bundesländer entscheiden, was notwendig ist. Und dann müssen nationale Parlamente das entscheiden. Das muss doch maßgeschneidert sein. Die Franzosen haben andere Kanäle, um das Geld zu den Leuten zu bringen, als wir oder die Italiener oder die Spanier. Deshalb glaube ich schon, dass jetzt der Nationalstaat die vorhandenen Instrumente nutzen muss, um eben zu helfen. Dann die Zentralbank, die Finanzmittel bereitstellt. Und wenn die Bonds dann auf der Bilanz der Zentralbank liegen, ergibt sich die Möglichkeit einer Geldreform im Sinne des Vorschlags von Josef Huber. Ich habe das mal, und jetzt höre ich gleich auf, ich habe das einfach mal so überschlagen. Ja, das können Sie auch nachlesen. Und ich hatte es ja auch bei Ihrer Tagung im Februar vorgestellt. Wenn wir rund 7 Billionen Euro, die gegenwärtig auf den Sichteinlagen der Banken liegen, wenn wir die tatsächlich sozusagen aus dem Verkehr ziehen würden und eben mit Staatsanleihen unterlegen würden, dann könnte man ja die Verschuldung im Euroraum von etwa 85%, wie sie jetzt vor der Finanzkrise war, runterbringen auf 25%. Jetzt stellt man sich vor, dass man nochmal 20% in Staatsverschuldung drauflegen, dann hätten die Staaten am Ende 45%. Damit könnten sie dann wieder entlassen werden als eigenverantwortliche Akteure im Finanzmarkt. Ja, also ich glaube, jetzt wird es kompliziert. Also ich möchte gerne, Sie haben ja das zwar ganz nett hingeschoben, aber ich muss doch sagen, ich bin niemals für einen Chicago-Plan eingetreten. Sondern ganz kurzer Eingriff, vielleicht eine kurze allgemeine Erklärung für alle, denen der Chicago-Plan nicht bekannt ist. Es geht um 100% Deckung in Reserven bei den Geschäftsbanken. Vielleicht ganz kurz ein Intro dazu, bevor wir weiter über den Chicago-Plan sprechen. Ja, da müsste man vielleicht noch dazu sagen, Herr Sonnenberg, wenn ich das darf, und dann gebe ich natürlich sofort wieder ab an Josef Huber, dass ja die Gruppe um Herbert Simon, Frank Knight, Irving Fisher 1933 vorgeschlagen hat, dieses Reservegeld, das die Banken brauchen, um 1:1 das Chiralgeld abzudecken, dass dieses Reservegeld dadurch geschaffen wird, dass die Federal Reserve die Staatsanleihen aufkauft, ja, Staatsanleihen des Bundesstaats USA, und eben dieses Reservegeld dann als Deckungsstock verwendet wird. Insofern hatte dieser Chicago-Plan eigentlich zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite war es eben das Ende des Kreditgeldsystems und die Umstellung auf 100% Money, wie Fischer das nannte. Und das andere war ja auch die Staatsentschuldung. Das spielte ja in den ursprünglichen Dokumenten und in Fischers Buch, das ja Huber übersetzt hat, spielte mit eine Rolle. Nein, das hat Klaus Kawert übersetzt. Das Buch von Erwin Fischer hat Klaus Kawert übersetzt. Ich hab das nicht unbedingt gemacht, aber mir schien der 100% Ansatz von Erwin Fischer im Unterschied zum Chicago-Plan schon der weiter und besser ausgearbeitet. Aber trotzdem, der Punkt ist, dass bei einem 100% Reservesystem im Grunde genommen diese Zweiteilung von Giroguthaben einerseits und Zentralbankgeld andererseits, die bleibt aufrechterhalten. Es gibt in einem Reservesystem auch bei 100% Reserve, das ist kein Vollgeldsystem, weil es keinen einheitlichen integrierten Geldkreislauf gibt. Und im Prinzip ist auch die proaktive Chiralgeldschöpfungsfähigkeit, die ist nicht ganz ausgeschlossen. Sie wäre natürlich reduziert, aber es ist ein kompliziertes System. Ich weiß nicht, ob es viel bringt, wenn wir heute darauf zurückgreifen. Zumal, möchte ich mal sagen, ohne jetzt allzu kompliziert zu werden, das Gespräch soll ja weitergehen und es wollen vielleicht ja auch alle Angeschlossenen sich auch mal selber zu Wort melden. Es ist ja heute, wir haben heute schon eine Situation, dass ja die Banken sehr, sehr viel mehr Reservenguthaben besitzen, als sie benötigen. Sie brauchen sie ja gar nicht, nicht? Solange praktisch nicht ein Übergang, solange nicht ein Übergang stattfindet,
um ihre Geschäfte zu tätigen, benötigen die Banken überhaupt nicht dieses Riesenmaß an Reserven vor allen Dingen. Was geschieht bei der Zentralbank? Die Reserven, die die Banken heute besitzen im Übermaß, die sind ja bereits mit Staatsanleihen unterlegt, wie Sie gesagt haben, um den Ausdruck hier aufzugreifen oder gedeckt oder wie immer man sagen will. Nun erhält man das auf 100% oder sogar darüber hinaus. Aber was passiert bei der Zentralbank mit den da vorhandenen Staatsanleihen? Ja, was heißt stilllegen? Wie macht man das? Man kann die ja nicht abschreiben. Ich kann als Zentralbank Forderungen abschreiben, aber ich kann nicht die Verbindlichkeiten abschreiben, weil die zirkulieren ja bei den Banken beziehungsweise von den Banken aus eben im Publikum. Ich kann sie praktisch sozusagen nur ewig, ewig weiterlaufen lassen. Ich kann sie sozusagen ewig stunden, ja? Ja, genau. Genau, so ist das. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob das im Sinn der Erfindung ist, aber naja, wie dem auch sei. Aber es ginge, oder? Ja, das könnte man machen, aber ich finde das keine saubere Sache. Es hat keinen Sinn, da irgendwelche Bilanzierungs, wie soll ich sagen, Fissimadenten zu machen. Und es ist im Rahmen der bestehenden Bilanzierung. Schmeißt die rein und die Länder müssen es nicht zurückzahlen. Und weil es eine Sondersituation ist, kann man auch nicht sagen, das öffnet jetzt die Schleusen so für immer und ewig. Ja. Dass man sich verschuldet, die Zentralbank kauft auf, macht einen Ofen auf, schmeißt rein und die Länder freuen sich. Ja, also ich wollte darauf zurückkommen. Ich finde es auch richtig, dass bei der jetzigen Runde von Quantitative Easing, die geht tatsächlich direkt in die Realwirtschaft. Also den Unterschied mit den Staatshaushalten habe ich nicht so gesehen, aber das, wofür das Geld rausgeht, das geht diesmal direkt in Stützung realwirtschaftlicher Aktivitäten und auch relativ gezielt, wie Sie gesagt haben, Herr Mayer, und das finde ich auch richtig. Nur wenn ich zum Beispiel an die Größenordnung in den Vereinigten Staaten denke, man kann durchaus einen Teil davon, könnte man durchaus auch, wie soll ich sagen, der allgemeinen Nachfrage zugute. Also ich will mal sagen, die gezielten Maßnahmen und die weniger gezielten Gießkannenmaßnahmen, die müssen nicht unbedingt einander ausschließen. Die Sache ist die, also selbst wenn ich mich mit dem Gedanken anfreunden würde, wir machen einen Wiederanschluss an diese 100%-Idee, glauben Sie denn, dass das läuft? Aber ich glaube es nicht, dass das läuft. Aber was tatsächlich geschieht im Moment, was auf dem Weg ist, ist ja doch tatsächlich die Vorbereitung der Herausgabe von digitalem Zentralbankgeld. Und zwar sehr wahrscheinlich eben doch für den allgemeinen Gebrauch nach einer Testphase nur für Finanzunternehmen vielleicht. Und dann wird man das öffnen für den allgemeinen Gebrauch. Ich würde da einen Anschluss suchen. Und ich würde, das hat nicht nur der Vorsitzende des Vereins Monetative, Klaus Kawert, vorgeschlagen, es haben auch andere Unterstützer und Mitglieder des Vereins vorgeschlagen. Ich würde bei diesem Artikel 123 anfangen zu diskutieren, weil dieser 100%-Ansatz, der ist damals schon gescheitert. Die Schweizer Vollgeldinitiative ist gescheitert. Und ich glaube, wenn wir festhalten in absehbarer Zeit an dieser Idee einer kompletten Systemreform, das wird nicht absorbiert, das wird intellektuell nicht absorbiert, also paradigmatisch. Die Expertenwelt ist auf sowas nicht vorbereitet. Das wird abgeblockt. Man bleibt da draußen vor. Aber wenn man an dem ansetzt, was sowieso geschieht, nämlich dass praktisch der Artikel 123 über die Maßen ausgedehnt wird, sodass er sehr, sehr, sehr viel mehr tut, als eigentlich da genehmigt ist, zu Recht tut, also ich will das nicht kritisieren, es ist notwendig und sinnvoll in der gegebenen Situation. Und das eben mit der Einführung eines
mit der schrittweisen Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes verbinden. Denn das ist, was wirklich in der Pipeline ist. Und wenn wir dann wieder kommen mit Irving Fischer und so, dann winken die Leute wieder ab. Und das ist doch Teil der Idee, die ich ja auch bei Ihrer Tagung vorgetragen habe. Das kann man auch nachlesen auf Vox.eu, englischer Text, A Digital Euro to Save EMU. Wenn man das Chicago-Modell, also das 100%-Modell, das ist ja nur der erste Schritt. Ne? Dann haben Sie die Sichteinlagen der Banken sind dann gedeckt durch Reservegeld. Ja, und das Reservegeld wiederum, das ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank, das ist wiederum gedeckt durch Forderungen an den Staat. Forderungen, die dann entweder immer vorangerollt werden oder da kann man dann letztendlich, kann man die auch umwandeln, ewig laufende Consols, hatten die Briten mal dazu gesagt. So, ja, die Banken haben ja kein Interesse mehr dran. Ja? Die Banken haben ja kein Interesse mehr dran, einfach nur die beiden Posten auf der Bilanz zu halten. Also auf der Habenseite die Einlagen der Bürger, auf der Sollseite das Reservegeld, das deckt sich ja. Jetzt kann man ja hergehen und das konsolidieren auf der Bilanz der Zentralbank. Und jetzt digitalisieren sie das Ganze und lassen das dann über Distributed Ledger Technologie peer-to-peer übertragen. Es ist sozusagen wie die elektronische Version des Papierscheins. Vielleicht noch mal ganz kurz dazwischen. Wir sind jetzt schon bei einem digitalen Euro. Vielleicht ganz kurz als Einschub. Der Artikel 123 verbietet im Endeffekt die direkte Staatsfinanzierung über die Zentralbanken. Was natürlich grundsätzlich, und den Schritt würde ich vielleicht noch kurz vorschieben wollen, bevor wir jetzt weiter in die einzelnen Lösungsoptionen gehen, die jetzt schon besprochen wurden oder angerissen. Auch der Artikel 123 und alle Vorschläge jetzt werfen ja eigentlich die Frage auf, wer letzten Endes auch das Geld emittieren darf und über welchen Weg wir finanzieren sollen, unsere Ausgaben, auch unsere Staatsausgaben. Ist es letztendlich der Staat oder sollten es weiterhin die privaten Banken sein? Und dann würde ich gerne weitergehen in die einzelnen Vorschläge. Vielleicht reihum, beginnen mit Herrn Volkert. Ich habe noch mal eine Frage an Josef Huber. Bisher war es doch so, dass sich die deutsche Monetative von der amerikanischen EMI und so dadurch unterscheidet, dass man ein gewisses Problem sieht, wenn der Staat praktisch mehr oder minder unbegrenzt auf die Geldversorgung zugreifen kann, möglichst zum Nulltarif. Also das heißt, eine Kritik an der Konzeption, wie sie ja auch das Modern Money Theory vertritt, dass also praktisch die Zentralbank eine Unterabteilung des Finanzministeriums ist. Und dagegen hast du dich doch früher immer gewandt. Und hast du jetzt deine Meinung prinzipiell geändert oder für diese Situation? Oder wie sieht's da in dir aus? Nein, ich habe meine Meinung überhaupt nicht geändert, sondern der springende Punkt ist, eine der Notwendigkeiten besteht darin, es muss dem Staat möglich sein, sozusagen staatliches Geld, also Vollgeld, zu bekommen, ohne sich zu verschulden, nicht? Und es muss schon so sein, meines Erachtens, das ist konstitutive Präferenz sozusagen, es soll diese sich entwickelt habende Arbeitsteilung zwischen Zentralbanken und Finanzministerium und Parlament, die muss es weitergeben. Die monetäre Verantwortung soll bei den Zentralbanken sein. Die sind ja dann weniger Commerzbanken, wie sie mal vor 200-300 Jahren noch waren, sondern das sind eben die staatlichen Geldbehörden, nicht? Die müssen unabhängig sein und die Entscheidungen, die sie treffen, die sollen unter rein monetären Aspekten stattfinden. Aber das ist ja in so einer Notfallsituation, im Ausnahmezustand ja auch gegeben. Man muss solche
Massen an Liquidität bereitstellen, weil sonst die realen, die Finanzwirtschaft und damit auch das alles andere, das, auch das Geldsystem zusammenbrechen würden. Von daher ist das monetär ohne weiteres gerechtfertigt. Es soll aber nicht so sein, dass salopp gesagt nicht der Regierungschef hier beim Zentralbankchef anruft und sagt, schieb mal Geld rüber. Aber das ist nicht gedacht. Und das ist eigentlich, was ich den Kollegen von der Modern Money Theory unterstelle. Die sagen zwar immer sozusagen als rhetorisches Trostpflaster, ja, das darf nur bis zu der Grenze gehen, wo sich dann Inflation zeigt, aber dahinter steht dann auch wieder eine etwas merkwürdige Inflationstheorie. Also in der Hinsicht ist die Meinung nicht geändert, aber ich denke, dass die, ich komme wieder auf diesen Artikel des Verbots der monetären Staatsfinanzierung zurück. Die Zentralbank soll in der Lage sein, notwendiges Geld direkt erhalten zu können, als originäre Seniorage und nicht als über den Umweg über die Finanzmärkte, als ein Kredit, durch den die Staaten sich verschulden. Es ist ja auch im Konzept der Modern Money Theory weiterhin so, dass der Staat sich verschuldet. Nicht? Die haben ja kein, geldtechnisch ist da keine Änderung, sondern die Zentralbank würde der Regierung Kredit geben. Und dann würde man eben den Kredit reinterpretieren und das tun Sie auch ein bisschen, Herr Mayer, indem Sie sagen, ja, diese Schulden, diese Forderungen, Verbindlichkeiten, die sind gar keine mehr. Die sind sozusagen auf ewig und drei Tage stillgelegt. Das ist der ewige Kredit. Nein, großer Da muss ich mich dagegen wehren, da haben Sie mich jetzt überinterpretiert oder falsch interpretiert. Ich bin ein Gegner der Modern Monetary Theory und Herr Sonnenberg hatte die Frage gestellt, wer soll für die Geldemission verantwortlich sein? Und ich würde sagen, ein nicht staatlicher Emittent, so das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Die EZB ist natürlich ein staatliches Produkt, aber es ist eine supranationale Behörde. Und ich finde, allein die EZB soll verantwortlich sein. Und ich denke auch, dass die EZB dann, ich würde mal sagen, so etwas wie ein von Menschen betriebener Algorithmus sein soll für die Ausweitung der Geldmenge. Und ich denke auch, dass die Ausweitung der Geldmenge als Bürgerdividende, da gab es auch eine Debatte bei den Schweizern, als Bürgerdividende direkt zu denen kommen soll, nicht in den Staatshaushalt einfließen soll und dann von den Politikern verteilt werden soll. Nein, was ich jetzt sage ist, ich glaube, da vielleicht sind wir da näher beieinander, wie Sie das jetzt gerade, als ich das gerade angehört habe. Ich glaube nur, dass wir jetzt diese Situation, wo die Staaten in der Frontlinie stehen, die müssen jetzt den Bürgern und den Unternehmen helfen. Die brauchen Geld. Leider kommen sie aus einer sehr ungünstigen Situation für diese Hilfe. Können auf die Zentralbank nicht verzichten. Kann man in einer einmaligen Aktion jetzt den Euro umstellen auf digitales Vollgeld? Man muss das nicht einmal jetzt großartig mit neuen institutionellen Verabredungen absichern. Ich stelle mir das sogar so vor, dass wenn wir, wie gesagt, erster Schritt ist sozusagen der alte Chicago-Plan, also 100% Money, und dann konsolidieren wir das auf der Bilanz der Zentralbank, dann stellen wir das auf eine Digitalwährung um und bauen in diesen digitalen Euro einen Smart Contract ein, also in die Blockchain einen Smart Contract. Und dieser Smart Contract sagt, dieser Euro ist entstanden in dieser einmaligen Aktion oder neue Euros, die nach dieser Regel kreiert wurden. Diese Regel besagt, also ich mache das jetzt einfach mal zur Illustration, diese Regel besagt, einmal im Jahr trifft sich der EZB-Zentralbankrat, stellt fest, wie hoch das Potenzialwachstum der Eurozone ist. Von mir aus gibt er noch 1 oder 2 Prozentpunkte dazu für eine Liquiditätshaltung. Und dann wird es so ausgeweitet und dann gibt er dieses Zusatzgeld als Bürgerdividende an die Bürger ausbezahlt. Wenn Sie das in den Smart Contract einbauen und bei jeder Transaktionsüberprüfung, ja wie jetzt bei Bitcoin oder anderen Digitalwährungen, müssen die Überprüfer feststellen, ist der Euro so entstanden oder nicht, ja? Dann haben sie das eigentlich ziemlich festgelegt.
Und dann also das müsste dann überprüfen, die sagt, Euro ist nicht so, entstanden, würde sagen, das ist ein falsches Falschgeld. Sie haben damit so eine Art digitales Wasserzeichen da implantiert. Ja. Ja, da gibt es gute Möglichkeiten, das sehe ich. Also wir müssen das nochmal irgendwann technisch im Detail diskutieren, was Sie da unter ich würde der gerne Überschrift, noch, Entschuldigung, noch. Was Sie da unter der Überschrift bilanzielle Konsolidierung. Ich meine, von Ihnen stammt doch der Begriff des Aktivgeldes. Und, wie kommen wir dahin, dass das jetzige Passivgeld, also das Geld als Verbindlichkeit, sowohl in der Bilanz der Zentralbank als auch der Banken, wie kommen wir dahin, dass das Aktivgeld wird, so wie Sie es definiert haben? Aber ich glaube, das können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Helge Polkert schaut auch schon und vielleicht können wir nochmal über Europa reden. Also den digitalen Euro, aber was macht die Krise mit dem Euro und der Euro-Währungsunion? Also ich sehe ein gewisses Problem darin, wenn man sagt, dass eine von demokratischen Entscheidungsprozessen doch sehr abgeschirmt, positiv ausgedrückt, Instanz darüber entscheiden soll, wie viel vielleicht nicht rückzahlbares Geld an den Staaten nun geht. Und wenn du, Josef, sagst, so eine EZB oder ein paar schlaue Leute, eventuell mit ein paar Algorithmen, aber in einer Notsituation vielleicht über den Daumen gepeilt, könnte sagen, wie viel denn jetzt als Geldeinspeisung, sagen wir mal, nötig wäre, um diese Sondersituation jetzt zu überwinden. Ich finde, das ist schwer zu sagen. Und es hängt ja nicht zuletzt das wurde ja am Anfang schon gesagt, davon ab, ob wir jetzt zu einer selektiven Distanzierung übergehen oder nicht, wie viel eventuell Tote man akzeptiert, damit der Laden wieder zum Laufen kommt, wenn wir jetzt voraussetzen, dass wenn wir das sehr abflachen, dass am Schluss weniger sind. Und das will man jetzt einer Institution, die eigentlich nur mit Geldtheorie und Geldpolitik zu tun hat, der will man jetzt so eine fiskalpolitische Kompetenz auch zutrauen, die doch von normativen Wertentscheidungen abhängt, wie wir das jetzt machen wollen. Da sehe ich schon ein Problem, aber das nur in Klammern vielleicht. Keine Fiskalpolitik, nur Geldschöpfung und praktisch Ausgabe des Geldes zur Erstverwendung, mehr nicht. Ja, Fiskalpolitik, klar, Fiskalpolitik und Steuerpolitik und Haushaltspolitik, auch Staatsverschuldung, die notwendig werden kann in solchen Situationen und auch für langfristige Investitionen, damit soll nach unserem Konzept die Zentralbank eigentlich nichts zu tun haben, weil das wären sehr massive Interventionen in die Kreditmärkte. Und das ist nun mal ein weiteres Thema. Gut, darüber haben wir im Rahmen unserer Vereinigung noch nicht systematisch diskutiert, bis wohin sowas im Ausnahmefall akzeptabel wäre und wann nicht. Aber also das ist nicht grundsätzlich gedacht, dass sich die Zentralbank einmischt in originärstaatliche, also Regierungsaufgaben und Parlamentsaufgaben. Sie muss aber Annahmen machen, was die mit dem Geld machen, zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist das alte Problem, diskretionär versus regelbasiert letztendlich. Ja. Das ist so oder so da das Problem, ja. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Also die Zentralbanken soll natürlich auf keinen Fall aktiv Fiskalpolitik betreiben. Aber sie muss, wir müssen ja schauen, wo wir rauskommen. Die ganze Aktion ist ja im Laufen. Ja, wir können das gar nicht mehr zurückdrehen. Die EZB wird 750 Milliarden und dann hat sie nochmal 120 Milliarden aufgelegt. Dann sind wir schon bei 870. Dann kommt noch das laufende Programm dazu. Wenn es nicht gut geht, dann wird sie noch weiter zulegen. Das heißt also, wir haben eigentlich schon eine Situation, wo ein enormer Betrag an Staatsanleihen schon auf der Bilanz liegt und die Staaten sehr hoch verschuldet sind. Ja. Und wenn man das schon mal einfach als Sankt-Kost, würde der Betriebswirt sagen, betrachtet, dann muss man schauen, wie kommt man jetzt hier weiter. Ja. Und deshalb die Idee, dass man dann eine geordnete Geldreform durchführt. Wenn man das nicht macht, wenn man keine geordnete Geldreform durchführt, dann wird die ungeordnet sein.
Das kann sein, dass wir in Richtung Modern Monetary Theory einfach driften. Ja? Und wenn wir in Richtung Modern Monetary Theory driften, dann hat die Eurozone einen großen Nachteil gegenüber Ländern wie Japan oder den USA. In Ländern wie Japan oder den USA gibt es einen Staat und eine Zentralbank. Ja? Und der Bürger hat ja die Möglichkeit, wenn ihm das nicht passt, diesen Staat, diese Regierung abzuwählen und eine Veränderung der Politik herbeizuführen. Die EZB hat 19 Staaten. 19 Staaten können auf Geldern zugreifen, wenn man das so im Sinne der Modern Monetary Theory uns durchdenkt. Die brauchen alle Geld, das ist alles furchtbar wichtig und alles schlimm, was sie machen. So, die können darauf zugreifen, aber die Allgemeinheit trägt dann die Kosten dieser Geldvermehrung. Das heißt, sie haben einen Anreiz, möglichst selbst reinzugehen, sich von dieser Kasse Geld abzuholen und die Allgemeinheit mit den Folgen, den langfristig höhere Inflation allein zu lassen. Das ist ein strukturelles Problem, das wir im Euroraum haben. Und das wird man so lange nicht gelöst bekommen, solange wir kein föderales Europa haben. Und das sehe ich eher weniger jetzt am Horizont nach dieser Krise. Wir haben gesehen, wie die Nationalstaaten vorbringen, Grenzen schließen und so weiter. Ich sehe ein föderales Europa noch weniger am Horizont als vorher. Ja, das wird eine wichtige Frage sein. Also die hat er sogar, habe ich einen Nachmittag im Fernsehen gesehen. Ursula von der Leyen hat offen gesagt, die Europa und auch die Europäische Kommission habe de facto bisher, also nicht versagt hat sie nicht gerade gesagt, aber sie sei der Situation nicht gerecht geworden, indem praktisch, es gab keinerlei Vorgaben von Seiten der Europäischen Union und dann haben die einzelnen europäischen Staaten und sogar einzelne europäische Regionen angefangen, sich zu verhalten, als wären sie souveräne Staaten. Also als gäbe es kein Schengen-Abkommen, als gäbe es keinen gemeinsamen Markt und so weiter. Ja, ja. Und dieser gleichsam spontane, in Anführungsstrichen naturwüchsliche Krisendynamik, die hat mich erschreckt, weil sie zeigt, dass wie gefährdet Europa ist und wie fragil also diese gerade die Kooperation gerade auch auf finanziellem Gebiet und die Reaktion eben sich abzuschotten anstatt eine koordinierte Kooperation zu suchen. Also das hat mich sehr erschreckt und deswegen, das ist also sozusagen, das ist ein Sentimentindikator, den ich jetzt von mir gebe. Es ist keine ökonomische Analyse, aber also ich glaube, man muss das einfach man muss es als gegeben hinnehmen und analysieren. Ja. Und was uns das jetzt gezeigt hat, das war schon mit der Flüchtlingskrise so. Was uns das gezeigt hat, ist, dass es keine europäische Solidargemeinschaft gibt. Am Ende, wenn es wirklich ernst wird, dann ist der Nationalstaat die Solidargemeinschaft. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Vielleicht kann man das mal ändern in der Zukunft, aber jetzt. Aber dürfen wir dann einen Euro haben, wenn das so ist, wie Sie sagen, wofür ja vieles spricht, dürfen wir dann einen Euro haben? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir haben keine europäische oder Euroland-Solidargemeinschaft. Und deshalb glaube ich, sind alle diese Versuche, jetzt dann nach vorne zu schießen und die Schulden zu vergemeinschaften, die würden sich als Bumerang meines Erachtens erweisen. Die Chance, die wir haben, um den Euro zu retten. Und ich meine, es wäre eine politische Tragödie, wenn der zerfallen würde. Die Chance, die wir haben, um den Euro zu retten, ist es meines Erachtens, den Euro als möglichst unpolitisches Geld von einer unpolitischen Institution herausgegeben aufzustellen. Dann kann er uns erhalten bleiben. Wenn wir das nicht machen, dann glaube ich, zerfällt er. Jetzt heißt es ja, wie soll das alles passieren? Aber stellen wir uns einfach mal vor, in irgendeinem Land, das jetzt gerade Target-Überschüsse hat, also Target 2 ist das Interbankzahlungssystem, das zulässt, dass Kreditgeld der Banken im Euroraum von einem Land zum anderen fließen kann.
nehmen wir mal an, und da haben jetzt Deutschland und die Niederlande haben enorme Forderungen an das Eurosystem, weil viel Geld zu ihnen geflossen ist. Und andere, insbesondere Italien, hat hohe Defizite. Nimm mal an, die Überschussländer sagen, jetzt reicht's, ich mache das damit. Ich lasse jetzt keine Target-Überweisungen mehr zu. Dann ist der Euro auseinandergefallen. Das kann, verstehen Sie, in einer Krise kann das von jetzt auf nachher passieren. Das System ist enorm fragil. Und da das politisch ein Desaster wäre, noch schlimmer wahrscheinlich als die Schengen-Grenzschließungen, die ja temporär sind, glaube ich, sollte man sich überlegen, was kann man noch tun, um diesen Euro so stabil zu gestalten, dass er uns nicht auseinanderfällt. Wir haben ihn, vielleicht war es nicht richtig, ihn einzuführen, ohne die politische Union zu verwirklichen. Helmut Kohl wollte gleichzeitig die politische Union, ist nicht gelungen, jetzt haben wir ihn und jetzt sollten wir ihn so aufstellen, dass er auch in einer Europäischen Union der Vaterländer, hieß es damals, heute würde man es vielleicht sagen, Vater- und Mutterländer, also Union de Patrie, sagte Charles de Gaulle, damit müssen wir, glaube ich, leben. Also ich bin nicht sicher in Bezug auf diese Grenzschließung und das sich zurückziehen auf nationale Alleingänge, ob das in dem Fall so negativ zu beurteilen ist. Man könnte auch sagen, es gab verschiedene Ansätze und im Wettbewerb der Ansätze sozusagen setzt sich dann dies oder jenes durch. Na gut, da gibt es Spillover-Effekte und der eine konterkariert den anderen ein bisschen. Aber so schlimm finde ich es nicht. Ich finde das schlimm in Bezug zum Beispiel auf Moria, auf Lesbos und anderswo, wo vor den Toren Europas irgendwann der Virus auch ausbricht und keiner die Leute aufnehmen will, vor allem in einigen osteuropäischen Ländern. Ich frage mich, wie passt denn deine Skepsis, Josef, mit dem Relaxen des 123 zusammen? Und was den Euro betrifft und diese realistische Perspektive, dass der Nationalstaat doch sozusagen die feste Burg ist, über die sich dann europäisch nicht so wirklich ein neues Dach drüber bilden will, ob man nicht nationale Parallelwährungen einführen könnte. Und dann können die nationalen Parlamente, Regierungen oder wer auch immer, können das dann ja zu einer Unteragentur des Finanzministeriums machen. Und über einen Wechselkurs reguliert sich dann. Und man hätte praktisch dieses enge Korsett des Euro, würde etwas nachlassen. Und ja, was jetzt die Tage 2 Konten betrifft, ja, das ist schon vielleicht irgendwo ein Problem, da gibt es ja sehr verschiedene Meinungen zu, aber man könnte ja so Ausgleichszahlungen à la USA, so ein Resettlement alle 1-2 Jahre irgendwie durchführen. Und da müsste man das ganze System nicht aufgeben und es würden sich nicht solche Unbalanciertheiten hier aufbauen, die eventuell dann mal zum Sprengen des Ganzen führen würden. Also nationale Parallelwährung, das haben wir ja vor 8 Jahren schon mal angefangen zu diskutieren. Herr Mayer hat da ja auch maßgebliche Diskussionsbeiträge geliefert und inzwischen vielleicht auch wieder. Das kann man machen. Das kann man machen. Das wurde ja auch im wirklichen Leben schon öfter gemacht. Man hätte dann einfach eine gespaltene Währung. Es würde darauf hinauslaufen, dass man für außenwirtschaftliche, vom Nationalstaat her gesehen, für außenwirtschaftliche Geschäfte hätte man dann den Euro und für Binnengeschäfte hätte man überwiegend dann die parallel eingeführte nationale Währung. Das würde aber wahrscheinlich die finanzielle, monetäre, sagen wir mal, Segregation der Europäischen Union und des Euro-Währungsraums würde das verschärfen, weil wir hätten dann praktisch eine Art Klassenspaltung oder Strukturspaltung eben, die mit den parallelen Währungen, das wären ja sehr wahrscheinlich eben die Finanzschwachen, die Strukturschwachen, die überschuldeten Staaten. Und das hat auf diese, ja, oder diese Deutschland Sachen, mit einer Vollgeldvariante, wer weiß. Naja, also wofür ich keine gute Idee habe, vielleicht hat Herr Mayer eine, ist, oder der Herr Sinn eine, wie man diese Geschichte auflöst mit diesen
mit diesen Zwangsweisen, also dass praktisch die nationalen Zentralbanken zwangsweise akzeptieren müssen, dass Überweisungen stattfinden, die praktisch von den Zentralbanken nicht ausgeführt werden, die sozusagen auf Kredit, auf Zuruf von der betreffenden empfangenden Nationalbank werden praktisch die Reserven bereitgestellt, aber vom bezahlenden Landwerk werden sie nicht geliefert. Und das ist Murks, jetzt auf die Target-Situation natürlich, ja. Da bräuchte man einen Plan, ja. Das ist ja eigentlich das Target-System, hält den Euro zusammen. Das haben die Griechen erfahren, als dort dann die EZB es nicht mehr akzeptierte, dass die Bank von Griechenland, also die nationale Zentralbank von Griechenland, durch Akzeptanz von sehr fragwürdigen Sicherheiten der Banken, denen Zentralbankgeld lieferte, als die EZB das nicht mehr akzeptierte, als die sogenannte Emergency Lending Assistance auslief, dann hat man den Griechen nicht mehr erlaubt, das Giralgeld aus dem Land zu überweisen. Also Target wurde für sie geschlossen. Der nächste Schritt war natürlich, dass die Bürger hergegangen sind und haben versucht, sich die Geldscheine zu holen, also die direkten Schuldscheine der EZB. Dann hat man die Geldautomaten abgestellt. Aus dieser Sache wird man, haben viele Leute natürlich gesagt, naja, das Target-2-System, das ist verkorkst, das wurde vom Fedwire-System kopiert, aber man hat eben nicht den Saldenausgleich, der im Fedwire-System vorgegeben ist, mit eingebaut. Vermutlich konnte man sich da nicht darauf einigen. Ich glaube nicht, dass man da jetzt wieder zurückkommt. Die Salden sind so gewaltig. Was wollten wir einfordern? Es wurde mal in der Euro-Krise eingefordert, wir sollten griechische Inseln kaufen mit unseren Forderungen. Das kam nicht gut an. Ich denke, dass das Einfachste tatsächlich wäre, dass man wirklich den Euro umstellt auf diese 100% Central Bank Digital Currency. Nicht so, wie Herr Binzal das gern hätte, also CBDC aufgeflanscht auf das Kreditgeldsystem, sodass ich dann am Geldautomaten statt in Papiernoten kann ich wahlweise dann bis zu 3.000 Euro das einfach auf mein Handy laden, aber das Ganze, der ganze Maschinenraum bleibt sozusagen bestehen, wie er jetzt ist. Nein, sondern 100% CBDC, und das können Sie dann außerhalb des Bankensystems überweisen von Griechenland nach Deutschland oder von Frankfurt nach Köln. Völlig egal. Und die jetzigen Targetstände werden eingefroren oder wie? Was geschieht mit denen? Die spielen keine Rolle mehr. Also wenn der Euro jetzt umgestellt ist, ja, dann ist er sekundär, wie er geschaffen wurde. Also wir sagen einfach Schwamm drüber. Wir machen jetzt nicht so und so viel haben die Deutschen geschaffen, so und so viel haben die Italiener geschafft. Die Target-Sachen sind ja so entstanden, dass das Geld ja hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, ein großer Teil wurde halt in den Südländern geschaffen und dann floss es ab in die Nordländer. Und das wurde ja in den Target-Salden dann sozusagen aufgelistet. Wenn ich Geld schaffe in Italien über Kreditgeldvergabe und es fließt ab, ne, dann haben die Italiener eine Verpflichtung und wir haben eine Verpflichtung. Wir sagen Schwamm drüber. Das ist unser Zeichen für europäische Solidarität. Wir sagen auch Schuldenregierung für alle gleich. Das ist eine deutsche Vorleistung. Machen das Ding zu und frage nicht, wie der Euro geschafft hat. Dann stellen wir ihn eben neu auf als CBDC und dann wird er völlig unabhängig vom Bankensystem, von Bürger zu Bürger übertragbar. Gut, ich würde an der Stelle kurz einhaken. Und zwar sind wir jetzt seit geraumer Zeit stark ein bisschen technischeren Fragen auf, die extrem wichtig sind bei der genauen Ausgestaltung. Würde aber jetzt gerne einen Schritt zurück machen und den bisher eingereichten Teilnehmerfragen noch gerecht werden wollen. Davon einen Sprung weitergeben, auch an alle Teilnehmer. Über den Chat können jetzt noch aktuell Fragen eingereicht werden, die ich dann selektieren muss, die wir alle nicht schaffen werden.
Die erste Frage, die auch häufig im Vorfeld schon eingereicht wurde, wie groß schätzen Sie die steigende Inflationsrate ein, also die Gefahr einer steigenden Inflationsrate und vielleicht sogar am Ende von Deflationstendenz? Die Frage ist erstmal an niemand spezifisch gerichtet. Ich würde es daher offen lassen, wer sie beantworten will. Ja, also da gibt es, habe ich gemerkt, in einem Rundschreiben von dieser Tage, gestern, vorgestern, vorvorgestern, hat Thomas Mayer Inflationsfurcht geäußert. Ist das richtig? Also Sie haben... Ja, genau, und dazu würde ich sagen, ich sehe das vorerst mal nicht so, sage ich jetzt auch zu Ihnen, Herr Mayer, und als Antwort auf die Anfrage. Ich glaube, was im Moment herausgegeben wird, das ist ja kompensatorisch, das gleicht diesen Liquiditätsdruck aus. Also das ist von daher, das ist kein zusätzliches Geld bei gleichgebliebenen Kapazitäten. Und von daher sehe ich erstmal keine Inflationsgefahr. Und mich würde interessieren, warum Sie das sehen. Sie unterstellen, dass schon in kurzer Zeit irgendwie die Kapazitäten verloren gehen. Und also ich sehe eher längerfristig das, aber auf mittlere Frist sehe ich keine Inflationsgefahr. Also kurzfristig nicht. Wir haben ja die Situation, dass wir, wenn wir Glück haben, aus dieser Krise mit den gleichen Kapazitäten herauskommen, wahrscheinlich aber eher mit etwas geringeren. Denn einige Unternehmen werden es nicht auf die andere Seite des Flusses schaffen. Die werden über die Brücke nicht kommen. So, wir haben also die gleichen oder etwas geringere Kapazitäten, aber wir haben eine gewaltige Ausweitung der Geldmenge. Und letztendlich gilt der alte Friedmannsche Spruch, Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Das kommt nicht sofort. Jetzt haben die Leute gar keine Gelegenheit, ihr Geld auszugeben, die jetzt Überweisungen bekommen. Die werden es ihre Schuld bezahlen, aber sie werden mit dem Geld jetzt nicht hergehen und werden sich ein neues Auto kaufen oder sonst was. Ja. Aber wenn die Krise vorbei ist, haben sie Geld in der Tasche. Und ich glaube, dieses Mal habt ihr ja was zu Recht, haben sie Leute bekommen, die dann auch Konsumwünsche sich erfüllen können. Und dann glaube ich schon, dass ein bisschen was kommt. Das wird keine Hyperinflation werden, das wäre absurd. Okay. Aber wir werden höhere Inflation sehen als nach der Finanzkrise, wo das Geld hauptsächlich zu denen geflossen ist, die es dann in Vermögenswerte gesetzt haben. Nach der Finanzkrise hatten wir Vermögenspreisinflation. Jetzt denke ich eher, dass wir höhere Konsumentenpreisinflation bekommen. Naja, in China sind schon die Nahrungsmittelpreise gestiegen, aber das ist, denke ich schon, das ist so ein Delleneffekt, weil zwischendurch eben die Produktionskapazitäten brachgelegen haben und das bügelt sich aber aus. Warum denken Sie nicht, dass wieder eine erhöhte Assetpreisinflation einsetzt und nachher wieder, ja, wir hatten ja bisher schon immense Geldüberhänge und irgendwann sind sie nicht mehr in die Realwirtschaft geflossen, sondern sie sind in die gehobenen Segmente des Konsums geflossen und ansonsten in nicht wirksame Finanzmarktanlagen, in Vermögensverwaltung und so weiter. Wieso soll das nicht weitergehen? In der Finanzkrise, da wurden im Grunde genommen die Vermögensbesitzer, die sie verschuldet haben, gerettet. Ja. Und jetzt werden Leute gerettet, Gott sei Dank, die, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt große Vermögenswerte haben und die werden das benutzen, um Konsum, den sie jetzt nicht durchführen konnten, nachzuholen. Zum Beispiel wird nicht zum Friseur gehen. Ja, aber also ich bin da eher auf der Seite von Josef Huber, weil im Grunde handelt es sich bei diesen Geldern doch weitgehend um eine Kompensation des schrumpfenden Einkommenskreislaufs. Und die Leute gehen ja, wenn sie dann eventuell sogar ein bisschen mehr Geld haben sollten, gehen die ja nicht zweimal in zwei Wochen zum Friseur. Okay. Gut, ich würde an der Stelle zum Thema Inflation dabei belassen und zur nächsten Frage übergehen. Der Druck auf die Eurozone nimmt ja gerade zu, das ist offensichtlich. Andere Länder in der Eurozone wie Frankreich haben Leerverkäufe schon verboten, die mit Spekulationsgewinnen weiter die Eurozone unter Druck setzen. Ist das ein geeignetes Mittel in der Krise? Ach Gott, das ist so in etwa, wie wenn Sie einen Damm bauen, ja. Da stauen Sie bestimmte Transaktionen auf. Sie müssen dann die Luft irgendwie anders rauslassen, das Wasser irgendwie anders ablaufen lassen, sonst bricht Ihnen der Damm und dann kommt es raus.
in einem Schwall. Also mit anderen Worten, ich bin kein großer Freund solcher künstlicher Dämme, weil ja nicht die Leerverkäufe das Problem sind, sondern Druck. Nehmen Sie den Goldmarkt, ein schönes Beispiel. Die Goldterminpreise steigen stark an. Warum? Weil es schwierig ist, jetzt in dieser Zeit Gold physisch zu transportieren. Ja. Die Leute kriegen einfach nicht das Gold von A nach B, ja, weil die Transportkarten nicht da sind. Das Verbieten, starren sie einfach den Druck auf. Gut, dann würde ich zur nächsten Frage gleich übergehen, die ziemlich häufig gestellt worden ist. Die wurde heute schon teilweise mal angeschnitten, aber das Thema Grundeinkommen, so Art zur bedarfsgerechten Absicherung und auch zur vielleicht auch zur Liquiditätsüberbrückung für Testzwecke. Es gibt große Petitionen, ich glaube, die aktuelle hat 450.000 Unterschriften für ein Grundeinkommen. Sehen Sie da eine Möglichkeit, auch gekoppelt vielleicht an Helikoptergeld oder eine Form von CBDC? Naja, solche Möglichkeiten sehe ich schon. Das originäre Seniorage, also originärer Geldschöpfungsgewinn, soll natürlich zur Finanzierung solcher Dinge etwas beitragen. Dass das ganz finanzieren kann, sehe ich nicht. Ein Grundeinkommen wird man niemals durch Geldschöpfung alleine finanzieren können, sondern nur zu einem Bruchteil. Diese Frage, ich meine, was ich will mal sagen, wir diskutieren im Kontext einer plötzlichen Krise, auf die niemand vorbereitet gewesen ist. Während das Thema Grundeinkommen, das ist etwas, was mit der langfristigen Reform der Ausgestaltung und Umgestaltung des Sozialstaats zu tun hat und der fortgesetzten sozioökonomischen Modernisierung. Das ist etwas, was auf Kontinuität angelegt ist und auf Regelbetrieb, während wir im Moment, wir stecken eben in einem irregulären Betrieb sozusagen, nicht? Und machen uns Gedanken darüber, inwiefern man da Elemente oder mehr als sogar das einer Geldreform andocken kann. Und speziell zum Grundeinkommen sehe ich hier keine Möglichkeit, sondern die Andockmöglichkeit ist einfach die, dass Möglichkeiten entstehen durch originären Geldschöpfungsgewinn, darüber eben einen Teil der Staatsverschuldung zu ersetzen, also zumindest teilweise. Und das kann dann auch für Grundeinkommen relevant sein. Aber einen direkten Beitrag zur Grundeinkommensthematik sehe ich nicht auf direktem Weg. Ja, sehe ich auch nicht. Okay, war auf jeden Fall ein Thema, das viele Teilnehmer viele Fragen als Folge hatte. Angesichts der vielen Liquiditätsmaßnahmen, die stattfinden, scheint es offensichtlich die Frage aufzuwerfen, ob das Geld dafür nicht da wäre. Gut, dann würde ich zu einem anderen Punkt kommen, und zwar der Rolle der privaten Geschäftsbanken in der Corona-Krise jetzt. Welche Rolle kommt auf Sie zu? Ändert die sich in irgendeiner Form zum bestehenden System? Wir haben gehört, dass Sie genug Zentralbankreserven aktuell haben sollten. Hat es Auswirkungen auf die Kreditvergabe, gerade in Richtung Realwirtschaft? Also die Banken betrifft dann dadurch, dass sie mit Kreditausfällen rechnen müssen. Deshalb sind die Bankaktien auch stark eingebrochen. Ja, aber die Programme der Regierungen sehen ja vor, dass also das Kreditrisiko für die Banken denen zu 80% abgenommen wird und auf andere oder Träger 90 oder sogar 90 auf andere Träger übertragen wird, also letztlich eine Staatshaftung da geschaffen wird, während die Banken selbst also nur 20% oder 15% des Risikos tragen sollen. Also das ist eine Änderung. Ich weiß nicht, ob man das früher schon so praktiziert hat, aber das ist mir dieses Mal aufgefallen, dass man da diese Möglichkeit geschaffen hat, um die Banken zu stimulieren, da der Nachfrage mehr gerecht zu werden, als sie es von sich aus sonst würden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Das gilt für Neukredite.
Das gilt für Neukredite, aber die Banken haben natürlich Angst, dass die vergebenen Kredite jetzt ausfallen. Und ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass in anderen Ländern, ich habe nichts gehört, dass Spanien, Italien ähnliche Kreditgarantien gegeben hat. Und ich höre aus Spanien, dass die Banken einfach zumachen. Die sind gebrannt, gebrannte Kinder aus der Finanzkrise. Spanien hat ja ein Hilfsprogramm vom ESM, oder damals war es noch das EFSF, um die Banken zu stabilisieren. Und da haben die Unternehmen und auch die Selbstständigen und Kleinunternehmen, besonders die, unheimliche Kreditschwierigkeiten. Dazu vielleicht ein kurzer Einschub. Die Risikoübernahmen bei den KfW-Krediten für die Hausbanken liegen 80 oder 90%, über die Zinsen liegen bei nur 80 oder 90%, je nach Unternehmensgröße. Trotzdem habe ich von Bekannten, die ja schon viele Anträge gestellt haben, auch bei Banken arbeiten, jetzt schon gehört, dass ein Großteil der aktuellen Kreditanträge natürlich abgelehnt wird, weil die Banken erstmal Angst haben, wie sich die Situation entwickelt und gleichzeitig natürlich primär diese Programme, diese KfW-Kreditförderprogramme, Unternehmen und Unternehmer in Anspruch nehmen, die in Schieflage geraten. Und da ist selbst die Haftungsübernahme von 80 bis 90% für viele Banken anscheinend Stand heute noch nicht ausreichend. Obwohl es natürlich. Ja, genau. Und die Vertreter dieser Institutionen haben ja auch gesagt, im Grunde müsste es eine 100%ige Risikoübernahme geben, sonst passiert da nichts. Man könnte als so als einen weiteren Aspekt vielleicht noch erwähnen, dass ja dank SSM und der EBA, also European Banking Authority, dass da die Eigenkapitalanforderungen und alles Mögliche reduziert wurde und dass ja einige auch im Europaparlament kritisieren, dass da eben keine Gegenforderungen gestellt wurden. Also zum Beispiel, dass es dann keine Gewinnausschüttung oder so gibt. Gut, Deutsche Bank sowieso nicht. Der von der Unicredit hat gesagt, das sollten wir lieber sein lassen. Aber es gibt hier eben keine definitiven Forderungen, wie diesem Entgegenkommen wiederum von Bankenseite entgegengekommen werden sollte. Das ist ja so ein Punkt, der da in der Diskussion ist auch gerade. Ja, vielleicht in dem Zuge auch gleich die Anschlussfrage an das häufig genannte Trennbankensystem bei den Anmerkungen für Fragen ist eine Art Einführung des Glass-Steagall-Acts. In dem Zuge, also sprich einer Trennung von Investmentbanking und klassischem Kundengeschäft der Banken, ratsam in der Krise? Naja, wenn, also erstmal so, solange sogenannte Geschäftsbanken anderen Banken jederzeit Kredit geben können, berühmte Leverage verschaffen können, beziehungsweise es Investmentbanken und Vermögensverwaltern erlaubt ist, jederzeit bei Geschäftsbanken Kredit aufzunehmen, bringt die Trennung überhaupt nichts. Und das war ja der Konstruktionsfehler des amerikanischen Trendbankensystems, dass es schon alleine deswegen nicht viel geholfen hat. Wenn man eine weitergehende Vollgeldreform durchführen würde, auf dem Wege, wie das Herrn Mayer vorschwebt oder auf einem anderen Wege, dann hätte man ja eine wesentliche Trennung, denn dann wäre ja praktisch mit der Geschäftsbankentätigkeit keine Geldschöpfung mehr verbunden oder nur noch zu einem sehr geringen Teil. Damit hätte man die wesentliche, wichtige Trennung in einem Trennbankensystem geschaffen. Das wäre das Wichtigere. Und solange man das nicht hat, müsste man eine Finanzmarktregel in der Art schaffen, dass also praktisch Nicht-Geschäftsbanken sich nicht beliebig Leverage verschaffen können, um das in nicht-BIP-wirksame Finanztransaktionen zu stecken. Aber wie will man das implementieren? Und also das ist schwierig. Deswegen scheint mir schon nach wie vor unsere Grundidee die stimmigere zu sein, dass es notwendig ist, die Kontrolle über das Geld zu erlangen und die geradezu beliebige private Geldschöpfung zu überwinden oder doch massiv einzudämmen. Es wäre übrigens jetzt kontraproduktiv, denn die Verluste entstehen bei den Kreditbanken und die im Kapitalmarkt tätigen Banken erhoffen sich sogar höhere Gewinne. Denn Volatilität, wie Sie jetzt gesehen haben, in den Bondmärkten, in den Aktienmärkten erlauben denen, dort breitere Geldbriefspannen zu stellen und dadurch mehr zu gewinnen. Sie würden also jetzt die Kapitalmarktbanken, würden sie der Pflicht entbinden, ihre
ihre Kreditabteilung quer zu subventionieren und die kann dann der Staat übernehmen. Also keine gute Idee jetzt. Ja, im Moment nicht. Das ist sicher wahr. In the long run ist natürlich so, da wir hatten ja am Anfang so ein bisschen auch die Instabilität des Gesamtsystems und die Interaktion der Geschäftsbanken und des ganzen Schattenbankensektors, der jetzt eine Debatte, die ja sehr in den Schatten gerückt ist, würde im weitesten Sinne schon für einen gewissen Trennbankengedanken sprechen, weil sich da enorme Risiken meiner Meinung nach aufbauen. Ich wollte bei Gelegenheit mal was zu schreiben, ob es zu begründen. Kann man ja dann sehen, ob es überzeugt, ja. Gut, ich hätte noch zwei Fragen, bevor wir eine kurze Abschlussrunde gehen. Und zwar, die eine ist noch kurz. Ich habe auch heute in den zwei Stunden bisher nicht den Eindruck gewonnen, dass Sie drei eine große Bankenkrise fürchten aktuell angesichts Corona. Ist dem so? Und wenn ja, oder falls doch, inwiefern muss man die Einlagensicherung über den Bail-in berücksichtigen, auch als Bankkunde mit Vermögen über 100.000 Euro? Also ist realistisch, dass es in diesem Fall kommen könnte, eine Bankenkrise? Ich würde keine Bankenkrise erwarten, weil der Staat und die Zentralbank alles tun wird, um jetzt die Banken funktionsfähig zu halten. Die Banken müssen jetzt das Geld in die Realwirtschaft bringen. Das ist schwer genug, wie wir gerade schon diskutiert haben. Insofern wird man alles tun, damit dieser Kanal offen bleibt. Ja, das sehe ich im Prinzip ähnlich, aber wie es nachher wirklich läuft, das wird schon auch davon abhängen, wie diese ganze Pandemie weiter verläuft. Wenn das irgendwie so bleibt, wie sich das abzeichnet, würde ich, wie eingangs auch schon festgestellt, keine sich weiter vertiefende Krise erwarten. Aber man weiß das nie, man steckt da nicht drin. Wenn die tatsächliche, also die pandemische Krisendynamik, wenn die sich verschärfen sollte, aus welchen Gründen auch immer, also dann kann man nicht ausschließen, dass es auch dann zu einer Finanz- und Bankenkrise kommt. Klar, die Zentralbanken, ich sehe das auch so, wie Sie sagten, die Zentralbanken werden alles dafür tun, dass sowohl die Regierungen liquide und refinanzierungsfähig bleiben, als auch die Banken nicht Bankrott anmelden müssen. Nicht? Schon, aber also da steckt man nicht drin, deswegen würde ich nicht pauschal sagen, macht euch keine Sorgen, Leute. Ich glaube, im Moment sieht es tatsächlich nicht so aus, aber nehmen wir mal an, das wird relaxed. Dieser Virus hat gewisse besondere Eigenheiten. Man merkt es relativ spät, dass es jemand hat. Man kann gar nicht alle testen und das ist nicht tief in der Lunge, sondern schon oben. Oben geht das los und man kann sich viel schneller infizieren. Und nehmen wir mal an, es wird relaxed und dann geht es aber wieder von vorne los. Das ist ja auch möglich. Ich kenne ehrlich gesagt ich habe noch nirgendwo überzeugend gehört, wie man das eigentlich jetzt so abflachen kann und dann ist Schluss im relevanten Zeitraum, ohne dass es dann wieder von vorne losgeht. Also wenn das so ist und sich das über mehrere Perioden, sagen wir mal, hinzieht, dann weiß man nicht. Und ich will jetzt keinem Angst machen und bin, weiß Gott, auch kein Crash-Prophet, womöglich mit eigenen Anlagefonds, die dann jetzt doch auch untergehen, wie bei anderen, ja. Aber die Einlagensicherung ist meiner Meinung nach eine kollektive Selbstberuhigungspille, die, wenn sie mal verabreicht werden müsste, da möchte ich mal sehen, wo das Geld herkommen soll. Aber das ist ein Thema, was bedeutet Einlagensicherung? Also mir ist nicht wohl dabei, so und so viel Cash auf dem Konto zu haben, ehrlich gesagt. Darf ich noch was nachschießen? Also noch ein anderer Aspekt, über den wir bisher nicht viel gesagt haben. Also die Angelsachsen haben ja bewusst davon Abstand genommen, Negativzinsen einzuführen. Wenn jetzt also die Zentralbank in der Eurozone, wenn die Zentralbank durch erneutes massives Quantitative Easing, sei es auch für realwirtschaftliche Zwecke indirekt, dafür sorgt, dass wir praktisch ein Zinsszenario behalten,
niedrigst null Negativzins und gerade die Europäische Zentralbank den Banken Negativzins abverlangt, das sehe ich möglicherweise auf alle, also auch auf die Nichtbanken, auf die Kunden oder Normalverbraucher zukommen, dass dann vielleicht irgendwann mal ein Dammbruch stattfindet und die Banken unter dem Druck, unter dem sie stehen, anfangen und das auch durchbekommen kollektiv, dass sie anfangen, von ihren Kunden in immer höherem Maße praktisch diesen Tribut einzusammeln, aufzuerlegen. Also in Form von Negativzinsen. Durch das System selbst ist das meines Erachtens in keiner Weise gerechtfertigt. Aber die Banken beklagen sich schon die ganze Zeit, dass die EZB ihnen diese Negativzinsen auferlegt. Und die Banken beklagen sich, dass sie das nicht weitergeben können an die Kunden. Sie haben auch gar keinen funktionalen Grund, das zu tun. Aber natürlich würde das die Bilanz der Banken sehr erleichtern, wenn sie uns jeden Monat 1, 2, 3% abknüpfen könnten von unseren Bankguthaben. Aber das sehe ich ein Problem, noch bevor überhaupt dieses Bail-in-Thema aufs Tapet kommt. Denn die Auferlegung von Negativzins, das ist sozusagen auch sowas, das ist eigentlich was Schlimmeres wie Bail-in, weil beim Bail-in wird eine erzwungene Eigenkapitaleinlage geschaffen, aber es wird nicht Geld vernichtet. Aber bei der Negativzins werden unsere Geldwerten vernichtet, nicht? Und ich fürchte so etwas. Ich weiß auch nicht, wie die EZB auf der einen Seite durch ihre Politik ein Nullzinsszenario weiter betreibt oder unterstützt. Wenn die EZB jetzt aufhört, von den Banken Negativzins zu nehmen, wovon finanziert sie sich denn auf die Länge? Die Devisenbewirtschaftung, wir haben überall dieses Niedrigzinsszenario. Ja, wo nimmt denn die EZB ihr laufendes Einkommen her? Die EZB kann ja nicht Geld für sich selber drucken. Naja. Ja, wieso nicht? Das kann die EZB nicht. Die EZB kann für die Banken Geld drucken. Die kann nicht für sich selber Geld drucken. Naja. Ich meine, es ist komisch, dass diese Überschussreserve negativ verzinst wird, wenn man das sein lassen würde. Das wäre ja doch die einfachste Sache, um die Banken auch ein bisschen zu unterstützen. Und so Negativzinsen auf alle Konten, das wäre natürlich eine wunderschöne Teilenteignung mit einem Rasenmäher, ja, ohne dass die Politik einen Kopf hinhalten muss. Das wäre natürlich genau, in gewissem Sinne genial, um da ein bisschen Geldmenge und Geldvermögen zu entziehen, weil man weiß ja, Vermögen stehen immer Schulden gegenüber und da könnte man das Ganze ein bisschen reduzieren. Ja, aber wen trifft das dann vor allem? Also das ist ein Rasenmäher, aber wen trifft der Rasenmäher vor allem, nicht? Also Herr Mayer, wie sehen Sie das? Aber wir bezahlen alle schon Negativzinsen. Wir merken es nur nicht. Real. Also jeder, ja, real, der mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hat, bezahlt schon. Jetzt können wir sagen, wir haben das nicht. Aber die Rentenversicherung bezahlt auf ihre Liquiditätsreserven schon Negativzinsen. Wenn Sie Anteile an Investmentfonds haben, also ich bin ja bei einer Vermögensverwaltung, wir bezahlen Negativzinsen, wir bezahlen es alle schon. Das stimmt, die ganzen Versicherungsträger zahlen das, die privaten, was immer man von ihnen halten mag, Krankenkassen, dann die ganzen Lebensversicherungen mit dem Garantiezins und so weiter, gell? Ja, auch die öffentlichen, Helge. Ja, klar. Gut, noch eine Frage, vielleicht weniger technischer Natur, wie die aktuelle Situation und die Corona-Krise vielleicht auch zu dem Bewusstsein rund um die Fragen zur Konzeption und Gestaltung unseres Geldes und auch unserer Wirtschaft hilfreich sein kann. Wie nochmal, das habe ich nicht verstanden. An die Corona-Krise dazu beitragen, dass sich die Menschen, die jetzt auch Zeit haben und eine neue Krise auf sie zukommen sehen, über das Geld als solches nachdenken, wie es gestaltet ist, wer es erzeugt und wie es verteilt ist? Ich glaube, grundsätzlich werden wir darüber nachdenken, wie wir alle unsere Systeme resilienter machen können. Wie können wir unser Finanzsystem resilienter machen, also robuster? Wie können wir unser Geldsystem robuster machen? Wie können wir unsere Wirtschaftsverbindungen robuster gestalten? Wir haben ein System im Geld, im Finanzbereich, aber auch in der Realwirtschaft, das unheimlich fragil wurde, weil wir es
wie sagt man, wenn wir so auf Kante genäht haben, just in time, überall. Und jetzt sieht man, dass wir Redundanzen brauchen, um resilienter zu werden. Naja, also ich würde gerne Beobachtung zum Besten geben aus den letzten 10, 12 Jahren. Die letzte, also vor 10 Jahren die Krise, die hat dazu beigetragen, dass es uns gelingen konnte, das Thema des Geld- und Geldbanken und Finanzwesens mehr in, zumindest in einen Expertendiskurs zu bringen, teilweise auch in den Massenmedien wieder gespiegelt. Und ich denke, dass da auch unsere, soll ich sagen, kritische Geldsystemanalyse, wie das heutige Geldsystem wirklich funktioniert, das hat auch neue Anstöße geliefert, dass man im Bereich der akademischen Ökonomik und auch gerade bei den Zentralbanken und bei den Ökonomen darüber hinaus, das Geldsystem ist zum Thema geworden, nicht unbedingt das Vollgeld, aber das Geldsystem, aber es hat nicht übergegriffen auf eine breitere politische oder publizistische Bevölkerungsebene. Das ist nicht dazu gekommen und irgendwie die Erfahrung mit der Schweizer Vollgeldinitiative, es scheint es nicht möglich, über das Geldsystem abzustimmen. Aber es ist schon mal, es kann sein, dass das jetzt neuerlich ein Anstoß ist, dass umso mehr der Expertendiskurs und der paradigmatische Diskurs unter Finanzexperten, dass der da nochmal einen Schub bekommt. Das würde ich mir davon versprechen. Ansonsten darüber hinaus, ich glaube, die Bevölkerung in der Breite macht sich keine Gedanken über das Geldsystem. Und die Politiker machen sich erst Gedanken, wenn sie merken, dass ihre relevanten Berater sich darüber Gedanken machen, vorher nicht. Ja, das glaube ich auch. Allerdings ist es so, eine zentrale Kritik der Monetative besteht ja darin, das Geldschöpfungsprivileg der Privatbanken und dass sozusagen dem Staat ja auch ein bisschen die Butter vom Brot genommen wird. Und wir sehen ja jetzt ein bisschen die Grenzen der Globalisierung, dass diese Lieferketten, dass da zu wenig Slack drin ist, dass man keine Medikamente, ich zum Beispiel eins auch nicht bei Hashimoto, so richtig kriegen, dass da zu viel ausgelagert wurde. Dann können wir ja auch mal drüber nachdenken, und das hängt ja auch eng mit dem Geldsystem, mit den Zinsen, jetzt sind sie nicht positiv, aber wenn es mal wieder sein werden, dass da vielleicht so ein Wachstumstreiber drin ist. Und wenn wir den IPCC und generell den Klimawandel und viele andere Dinge, Artensterben und Antarktis und so weiter und so weiter, Methanhydrat steigt auf, wenn wir uns das alles anschauen, dass wir hier zu einer generellen Entschleunigung nicht nur, aber eben auch des Geldsystems kommen müssen. Und wenn wir jetzt diese Pandemie-Geschichte haben, ach so, und noch ein Wort vielleicht zu der Privatisierungsproblematik, die da doch vielleicht etwas übertrieben wurde. Es ist ja sehr problematisch, dass der Gesundheitssektor sehr stark als privat-öffentliche Partnerschaft gemacht wird. Die WHO, das hat ja heute in der Süddeutschen der Soziologe Sven Opitz als Sicherheitsdispositiv des Liberalismus bezeichnet, wo es darum geht, möglichst die globalen Zirkulationsströme, Waren und so weiter aufrechtzuerhalten, also gar nicht so unbedingt die Gesundheit. Und wenn man sich mal anschaut, wer die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung finanziert, das ist witzigerweise zu 75% die Bill und Melinda Gates Stiftung. Und diejenigen Unternehmen in Deutschland, BioNTech und CureVac, die da forschen, das werden Milliarden-Blockbuster, die das finden. Und das wird auch durch eine Public-Private-Partnership, CEPI heißt der, das Unternehmen, wurde gestern bei Plus Minus gezeigt. Da hat alleine das BMBF 90 Millionen für 5 Jahre reingesteckt. Und wenn jetzt einer da was findet, dann hat man völlig auch die EU-Kommission darauf verzichtet, denen zu sagen, passt auf, wir haben euch unterstützt. Und wenn ihr was auf den Markt bringt, dann dürft ihr keine Mondpreise, also sehr hohe, horrende Medikamentenpreise fordern, nach der Patentierung.
Mit anderen Worten, diese Privatisierungsgeschichte, also im weitesten Sinne eine Kritik des übertriebenen Liberalismus, ja auch im Geldsystem, das ist doch so eine gesamtgesellschaftliche Problematik. Und vielleicht als Abschlussbemerkung, es sollte uns vielleicht auch dazu anhalten, mal auf Infektionskrankheiten weltweit zu schauen. Die Malaria hat 200 Millionen Erkrankte pro Jahr. Das ist die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Und das sind pro Jahr 1,2 Millionen Todesfälle. Und bei Masern ist es nicht viel anders. Das heißt, wenn wir von Solidarität sprechen, sollten wir da auch mal weltweit gucken und sollten uns überlegen, welche drastischen Maßnahmen müssen denn ergriffen werden, um auch dort mal sich den Infektionskrankheiten zu widmen. Punkt. Punkt. Ich würde zum Abschluss jedem von Ihnen drei noch eine Abschlussfrage stellen, und zwar, die man vielleicht kurz im Rahmen des Möglichen beantwortet. Wir haben über direkte Staatsfinanzierung als Möglichkeit gesprochen, wir haben den Chicago-Plan, digitales Zentralbankgeld, Vollgeld gesprochen, Grundeinkommen, Helikopter-Money, Leerverkaufsverbote, einen relativ großen Abriss auch gemacht, teilweise auch sehr technisch. Wenn jeder von Ihnen angesichts der aktuellen Krise einen präferierten Lösungsansatz implementieren könnte, welcher wäre dies? Und in dem Zuge auch einen kleinen Ausblick auf die Krise vielleicht noch abschließen. Herr Mayer. Also meine Präferenz für Lösung wäre 100% digitales Zentralbankgeld. Und wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten? Ganz kurz, ich habe es ja schon gesagt, aber noch Zusammenfassung. Ich glaube, wir halten die radikale soziale Distanzierung eher Wochen als Monate aus. Das heißt also V-förmige Wirtschaftsentwicklung. Ja, das ist eigentlich so mein Ausblick. Herr Huber, präparierte Lösung? Ja, mein Ausblick ist im Prinzip der gleiche. Nur der digitale Euro. Also wie implementieren wir den technisch? Auf welchem Weg? Und bekommen wir den über Nacht auf zu 100%? Oder ist das nachher doch irgendwie, ist das eine längerfristige, eine schrittweise Perspektive? Aber der digitale Euro ist ganz bestimmt, denke ich, die Perspektive für die meisten im Verein Monetative. Und das unterstelle ich mal, nicht? Damit sind aber noch eine Reihe anderer, also nicht nur diese Fragen, wie bekämen wir das implementiert verbunden. Ich glaube, es tangiert schon noch solche Fragen, wie eben dieses Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Da ist ja was dran. Also ich würde mich jetzt nicht im Sinne der MMT dafür aussprechen, man soll das alles im Papierkorb werfen. Es muss da Checks and Balances geben. Es muss diese monetäre Verantwortung der Zentralbanken muss gewährleistet sein und die fiskalische Zuständigkeit von Regierung und Parlament und so weiter, nicht? Aber ich denke, dass man, also wenn ich sage, also mit dieser, wenn digitales Zentralbankgeld geschöpft wird, nicht? Also wie kommt das in Umlauf? Nicht? Muss das immer diesen Vorlauf haben über die Giralgeldschöpfung und so? Nicht? Also gut, wenn wir in einem Schlag umstellen könnten, ich bin skeptisch, ob das politisch in absehbarer Zeit, aber gut, das ist eine individuelle Skepsis, die muss nicht weiter interessieren. Also ich denke, dieses Thema mit dem Artikel 123, das kann man nicht ganz außen vor lassen, und da finde ich schon die Idee nicht schlecht, die der Klaus Karwart aufgebracht hat. Wir haben ja gerade in Deutschland diesen Artikel, dass also diese Verschuldungsbremse, die Schuldenbremse, über die kann man sich hinwegsetzen, eben in besonderen Ausnahmesituationen oder sagen wir ruhig Notstandssituationen. Und wir haben jetzt diese pandemische Situation, ist eine solche Ausnahmesituation, dass man solche Spezifikationen auch ins Gespräch bringt.
Und auf dieses beiden Dinge würde ich mich konzentrieren, also den digitalen Euro, das digitale Zentralbankgeld in Verbindung mit angrenzenden Regelungsfragen, insbesondere eben, wo wäre ein direkter Geldtransfer an die Regierung gerechtfertigt oder wie weit und wo darf das auch in Zukunft nicht sein. Okay, das kann ja auch ein schöner Punkt sein für den Nachgang dieser Debatte. Das ist ja mit Sicherheit nicht das Ende all dieser wichtigen Themen. Und da kann man Darf ich auch noch einen Satz sagen? Ja, natürlich, geht gleich weiter. okay. Ich würde gerne daran anknüpfen, das sollten wir auch tun. Und jetzt zum Abschluss. Ja, also zunächst. Ja, danke. Also zunächst einmal im Sinne eines begrenzteren und geschrumpften Finanzsektors finde ich irgendeine Variante der Vollgeldidee auch vollkommen richtig als ein zentrales Element. Ob es vollkommen digital sein sollte, ich bin ja nur per Telefon zugeschaltet, weil ich massive Bedenken gegenüber gegenüber der Datenweitergabe habe. Wir sind praktisch vollkommen gläsern und in China zeigt man uns ja jetzt, wie weit das gehen kann, aber auch in Südkorea, Singapur, Israel und so, wenn es jetzt teilweise erst nur Notlage, aber ja, wenn sich's bewährt hat, warum nicht generell, dass ich hier doch Wert auf Privatsphäre und deswegen auch Bargeld, das schöne, gute alte Bargeld Wert lege. Und das wäre so ein zentraler Punkt. Und dass wir eben auch wirklich weltweit auf diese Infektionskrankheiten schauen und jetzt mal gesehen haben, wozu das führen kann, wobei wir ja auf einer Insel der Seligen sind. Viele sagen ja, ach, wie schrecklich ist das und wie anstrengend. Und da muss man nun mal gucken, wie das in Indien, Brasilien, Afrika oder sonst wo aussieht. Ja, das wäre so mein Gedanke. Und wir müssen das in einen größeren Zusammenhang letztlich stellen. Die Umwelt wird es uns nicht verzeihen, wenn wir weiter expandieren. Und wir werden noch ganz andere Dinge, wie anfänglich schon gesagt, erleben, wenn wir da nicht zur Selbstbeschränkung in der Lage sein werden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass diese notgedrungene Ruhe, die uns gerade verordnet wird, ja auch dazu beitragen kann, dass wir mehr darüber diskutieren, dass wir auch Diskussionen wie heute häufiger führen, auch im zivilgesellschaftlichen Rahmen, im privaten. Ich hoffe, dazu konnte das heute einen Beitrag leisten. An der Stelle vielen Dank an alle drei Diskutanten, dass sie sich Zeit genommen haben. Es war erhellend und spannend, teilweise auch sehr technisch, aber auch das ist wichtig. Insofern wünsche ich allen Teilnehmern einen schönen Abend, viel Gesundheit und vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Okay. Tschüss. Ja, gleichfalls. Bis bald mal wieder. Ciao.